Willkommen zur Ausgabe 91 des Batman News Badcasts, wieder mit unserem Special Batman in Deutschland, diesmal Teil 4.2. Wir haben es das letzte Mal nicht ganz geschafft, die 10er Jahre abzubilden, rückblickend, sondern wir haben es nur geschafft bis ins Jahr 2013. Und dabei muss man auch noch sagen, wir haben auch noch was ganz Wichtiges aus dem Jahr 2012 vergessen. Wie gesagt, wir wollen uns ja hier sehr stark auf den deutschen Markt konzentrieren, was hier so alles passiert ist, wie hier sich die Stimmung gegenüber der Figur Batman aufgebaut, abgebaut oder neutralisiert hat. Wenn Batman dann so die große Öffentlichkeit dann betrifft, dann ist das ja meistens das Kino. Aber es gab auch noch ein Segment, und zwar war das die große Bühne. Denn es gab etwas, das nannte sich Batman Live, was einerseits einen riesigen Auftritt bei Wetten, dass hatte, um die Show zu promoten, und dann letztendlich auch in Deutschland zu einer Bühnenshow wurde. War zu sehen in Berlin, in Frankfurt, in Hannover, in Köln und auch in Wien. Lief im Januar 2012 eben über diese großen Arenen, war eine britische Inszenierung, ein riesiges Spektakel, eine Art, ja, Musical würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein riesiges Schauspiel, was etwa 2 Stunden gedauert hat, war auch recht teuer mit 9 Millionen Euro, mit Illustrationen von Jim Lee und genau, einem recht aufwendigen Bühnenbild und ein riesiges Ensemble. Habt ihr das mitbekommen? Ich meine, es hat ja bestimmt einen Grund, warum wir es das letzte Mal vergessen haben, aber wer von euch hat es gesehen? Die Massen zeigen auf. Also keiner von euch war drin? Nee, ich habe nicht mal mitbekommen, dass es das gibt. Ich habe damals dieses Spider-Man-Musical mitbekommen, aber auch nur wegen dem ganzen Drumherum. Und das war auch nur Broadway. Das hatte ich nicht mitbekommen, tatsächlich. Nee. Geht mir genauso. Ich wusste, dass es das gibt, weil die Comicläden hatten dazu, es gab so wie Lesezeichen für Comics. Also ich hatte das immer, wenn ich mir was im Comicladen geholt habe, haben die mal ein Pfund Lesezeichen mit reingeschmissen und es gab quasi so eine Art Werbedings dafür. Ich wusste, dass es das gibt, aber nicht, ich habe das auch nicht bei Wetten, dass oder so gesehen. Ja, also der Auftritt bei Wetten, dass damals, das war schon so eine Huiuiui-Nummer. Also wir hatten das ja damals schon verfolgt, dass das Teil kommt, dass es in England, da ging es ja auch los, dass das da geplant wird. Man hat dann die ersten Entwürfe, die ersten Kostüme etc. gesehen und ja, man war da eher ernüchtert. Man muss sich auch vorstellen, Anfang der 2010er Jahre war man so in diesem Dark Knight-Vibe. Ja, man hatte endlich so den geerdeten, erfolgreichen Batman, den Joker, den man sehen wollte in Form von Heath Ledger. Und dann kam da etwas, was, sagen wir mal, eine Mischung aus ja, Comic, Joel Schumacher und vielleicht sogar, wenn man möchte, noch die Arkham-Spiele angeht. Also eine sehr comicartige Inszenierung, die man vielleicht zur damaligen Zeit nicht sehen wollte, weil man sich gedacht hat, hey, das ist halt der Batman, der ist halt zu laut, der ist zu comichaft, der ist zu bunt. Und man war gerade irgendwie so auf dem Dark Knight-Trip. 55 Euro, glaube ich, haben die Karten gekostet. Und ich habe euch ja gebeten, mal bei YouTube reinzugucken. Also was sind denn da so, jetzt so mal mit ein paar Jahren Abstand auch und dass ihr auch gar nicht wusstet, dass es das Teil gab, aber hätte euch das gereizt, was ihr da gesehen habt? Also ich hätte es mir auf jeden Fall angeguckt. Ich fand ehrlich gesagt, dass es recht imposant aussah. Also auch so, dass als er dann als Bruce Wayne, ich habe nur durchgeklickt, ich habe es mir natürlich nicht ganz angeguckt, aber das Batmobil sah irgendwie ganz cool aus. Dass der Batcomputer und die ganzen Grafiken und dieses ganze Bühnenbild fand ich sah irgendwie ganz cool aus. Also es war bunt. Man kann sich natürlich fragen, ob man das unbedingt für Batman sowas braucht, aber ehrlich gesagt fand ich, das war schon sehr detailliert. Auch so, wenn dann er mit Batmobil irgendwo hingefahren ist, dass es dann so Kamerafahrten gibt, die man irgendwie nach ins Arkham Asylum führen und so. Die Figuren sahen, also gerade der Pinguin sah ja sehr nach Animated Series aus zum Beispiel. Das fand ich irgendwie alles, also hätte ich es gewusst, hätte ich es mir wahrscheinlich angeguckt. Aber wieder mal, was ich verpasst habe, weil ich nicht in Comicläden gehe. Ne? Oder Wetten, dass geguckt hast. Ja, das hat mir damals nicht mehr geguckt. Das war ja vorbei damals. Ja, also wie gesagt, ich fand ehrlich gesagt, dass es ganz imposant aussah. Ich fand auch, dass der Batsuit gar nicht so blöd aussah. Also bis ich das vorhin gesehen habe. Und der Robin-Schauspieler, zumindest der im Englischen, der sah sehr dem Titans-Robin ähnlich, finde ich. Wenn man den ein bisschen näher gesehen hat. Ja, die Two-Face-Maske sah ein bisschen arg angeklebt aus, aber an sich, ich fand, also gerade auch die Grafiken und dieses Licht,
Schauspiel da, was man im Hintergrund gesehen hat, das fand ich, sah eigentlich echt gar nicht so schlecht aus. Henning, von dir haben wir heute noch gar nichts gehört. Was ist los? Nee, alles gut, aber ich kann mich da größtenteils Rico anschließen. Also ich finde tatsächlich auch in diesem Wetten-Das-Ausschnitt, also wenn Batman da übers Publikum reinkommt, finde ich das schon, also für das, was es ist und sein soll, finde ich das schon gut gemacht. Aber ich glaube, das hat Rico ja gerade auch schon angedeutet, ich glaube, es gibt ja auf den Videos auch immer wieder Szenen zu sehen, die sehr stark ausgeleuchtet sind und dann noch rangezoomt sind, wo dann tatsächlich offensichtlich wird, dass das ein oder andere Kostüm jetzt nicht so hochwertig ist. Und was ich halt auf jeden Fall ganz schlimm fand, ist diese Synchro-Fassung, die, ja, glaube ich, ein Ausschnitt aus Frankfurt dabei ist, wo dann einfach das Voice-Over kommt, während die Schauspieler nicht mal irgendwie richtig die Lippen bewegen. Also dann muss man wahrscheinlich auf die Originalversion zurückgreifen, weil das fand ich extrem irritierend. Ja. Und ansonsten wäre das auf jeden Fall was, ich bin jetzt nicht der große Musical-Gänger und bin jetzt auch nicht so der große Show-Besucher, aber so grundsätzlich könnte ich mit diesem Mix jetzt per se was anfangen, weil ich das schon ganz interessant finde. Also diese Synchro-Geschichte, das war damals auch ein großes Thema. Einerseits bei dem Wetten-Das-Ausschnitt hört man ja, dass der Joker eigentlich Engländer ist. Also er spricht ein eingedeutschtes Englisch oder andersrum. Und ich glaube, auch in der Show ist es so, nur mit aufgezeichneten Stimmen der Originaldarsteller, die den Text einmal aufgenommen haben mit ihrem englischen Akzent, habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil man hätte ja eigentlich diese gesamte Show ja auch mit professionellen deutschen Sprechern machen können, wenn man eh schon nur die Münder bewegt für die Szenerie. Das hätte wahrscheinlich dann ja nicht ganz so merkwürdig geklungen teilweise. Aber ja, ich fand auch das, besonders jetzt mit Abstand, als ich mir die Sachen angeguckt habe, ich war damals so ein bisschen arg anti. Da muss ich auch, als ich mir die Kommentare nochmal durchgelesen habe, die ich im Batman-Forum damals geschrieben habe, habe ich mir gedacht, aha, okay, da, so warst du da drauf. Also ich hatte das Ding gar nicht ernst genommen. Und jetzt, wo ich mir, jetzt sind es ja fast 10 Jahre später, die Ausschnitte nochmal angeguckt habe, habe ich mir gedacht, wow, was die da aufgefahren haben, ist eigentlich sehr beeindruckend. So die Übergänge vom Bühnenbild, von Szene zu Szene, die gesamte Inszenierung und da sind ja auch haufenweise Leute dran beteiligt, auch die Kreativität ist von der einen Szene in die andere zu schaffen oder da gibt es diesen riesigen Joker-Kopf, dessen Zähne aus Darstellern bestehen und sowas. Das war schon sehr beeindruckend. Auch die Musik oder wenn Batman dann sein mit der Grappling Gun in den Himmel schießt und sich nach oben ziehen lässt. Das eigentlich wahnsinnig beeindruckend. Und heute würde ich es gerne sehen. Aber damals war nicht die Stimmung dafür da. Und man muss sagen, im Comic-Forum, im Batman-Forum damals, war es auch so, dass es eine Stimmung davor und eine Stimmung danach gab. Die Stimmung davor war anti. Die Stimmung danach war, auch so schlecht war sie eigentlich gar nicht. Das war schon sehr unterhaltsam. Und ja, so im Nachhinein, ja, ich hätte es gern gesehen. Oder ich würde es heute gern sehen, sagen wir es mal so. Weil ich glaube, es ist live tatsächlich auch nochmal was anderes, als jetzt diese YouTube-Ausschnitte oder diesen Wetten-Das-Auftritt zu sehen. Das ja, ich glaube auch, dass das in dem Video schlecht zu erfassen ist. Zumal, wie gesagt, nicht je nach Perspektive dann die Beleuchtung und sowas. Viele Sachen sind auch nicht dafür gemacht, dass du ranzoomen kannst in einer guten Qualität. Du siehst es ja, ne, aus der Zuschauerreihe, dann ist es auch irgendwie okay. Aber wie gesagt, ich fand tatsächlich auch das mit den Comic-Panels teilweise im Hintergrund, das ist stellenweise sieht es nach einer sehr geschmackvollen Hommage einfach an das Gesamtwerk Batman aus, muss man sagen. Mhm. Und dass man sich dann da aus unterschiedlichen, sag ich mal, Zeiten, Phasen der Figur bedient, das kann ja auch super interessant sein. Also ich bin da komplett bei euch, ich würde es mir jetzt auf jeden Fall auch angucken, wenn sowas nochmal kommen würde. Ja. Du musst auch mal sehen, wenn du da direkt vor Ort bist, wie riesengroß das auch tatsächlich ist. Ne? Also die haben da wirklich ordentlich was aufgefahren. Das kannst du mit einer kleinen Kamera irgendwie nicht erfassen. Vor allem, wie ihr schon gesagt habt, ne, wenn du da ranzoomst, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ist immer das Problem. Ich war ja in der Lanxess-Arena bei Hans Zimmer mal. Und da war auch, da gibt es dann auch diese eine Szene, wie dann das Bat-Symbol dann halt quasi kommt oder Fledermäuse kommen und dann der Batman-Score und so. Und das ist schon beeindruckend, sowas auf so einer großen Bühne dann zu sehen. Und da ist ja noch mehr so Lichtkram und Sound aufgebaut gewesen und Stage und so. Und das ist schon echt. Ich sag mal,
ich sag mal einfach so, das Problem ist, ich wusste damals nicht, dass es es gab. Also ich habe es wirklich komplett verpasst. Aber ich habe in dem Jahr, das, was Rico eben erwähnte, tatsächlich New York das Spider-Man-Musical gesehen. Und das ist eigentlich genau das, was auch Henning schon so weiter sagt, wenn man in dem Theater sitzt und so weiter. Ja, auch da gab es halt diese Comic-Panels. Wenn man da drin sitzt, ist das alles spektakulär. Sieht man das auf YouTube, diese Ausschnitte, wofür es nicht gedacht ist, dann hat es halt schnell diesen Hang, trashig zu werden. Aber ich glaube, wenn man damals in der Lanxess Arena gesessen hätte oder wo es halt aufgeführt worden ist, ne, so wie es halt auch gemeint war, dann hat das einen ganz anderen Impact. Ich war damals in New York auch nicht begeistert von den Comic-Panels als Hintergrund, weil das einfach gemacht worden ist, weil man halt die ganze Mechanik halt verbergen musste, um Spider-Man halt auf der Bühne zu bringen mit dieser ganzen Akrobatik. Aber das war halt spektakulär, in dem Moment, wo du es live gesehen hast. Es gibt ja auch davon YouTube-Ausschnitte und die YouTube-Ausschnitte von diesem Spider-Man-Musical sehen halt ähnlich unspektakulär aus, weil du sitzt ja viel weiter weg und wenn du im Theater drin sitzt oder wenn du da in der Lanxess-Arena gesessen hast, wenn da wirklich Batman plötzlich über deinen Kopf hinweg schwebt und so weiter, hat das ja einen ganz anderen Impact auf dich, als wenn das jetzt so, vor allen Dingen auf diesen miesen YouTube-Videos. Man muss ja ganz einfach sagen, die Qualität ist ja auch noch ein Killer zusätzlich hier, ne? Weil man kann sowas ja professionell filmen, aber es ist ja nicht professionell gefilmt. Dazu kommt ja die ganze akustische Ebene noch, die dir komplett abgeht. Das ist ja, genau. Ich meine, auf dem YouTube, das ist so ein bisschen, als wenn du dir so Amateuraufnahmen von Konzerten anguckst auf YouTube, die natürlich niemals an das rankommen, wie das ist, wenn du vor Ort bist. Ne? Der Ton ist da ja auch nochmal ein wesentlicher Faktor. Wissen wir irgendwelche Hintergrundinformationen? Also ich habe nur einen Wikipedia-Artikel gefunden, wie das zustande gekommen ist oder warum es das überhaupt so gab, warum das gewandert ist. Weil gerade zum Beispiel das Spider-Man-Ding, was Gerd meinte, das war ja nur eine reine Broadway-Show. Und ja, das ist eher untypisch, dass so große Ensemble-Dinger reisen, ist ja eigentlich nicht so häufig. Und das ist ja schon beeindruckend. Die sind sogar durch die USA dann gereist damit und so. Ja, abschließend dann. Genauere Infos dazu habe ich nicht, nur dass es halt eben aus England heraus entstanden ist und dann eben als eine World Tour dann auch geplant war. Wahrscheinlich war man sich recht sicher, ich meine, es war das Jahr, in dem Dark Knight Rises rauskommen sollte, dass man da drauf aufsetzen kann oder mitschwimmen kann und sich dementsprechend auch so eine Welttour vielleicht finanziell auch bezahlbar macht. Das weiß ich allerdings nicht, ob sich's am Schluss rentiert hat, weil das kam und es ging. Also es war jetzt nicht so, dass man dann so das Gefühl hatte, man hätte jetzt irgendwas verlängert oder man hätte nochmal irgendwie gesagt, wir sind wieder da oder wir setzen da nochmal eins oben drauf. Das eher nicht. Also es kam und ging und auch die Facebook-Präsenzen aus der damaligen Zeit, die sind inzwischen auch leergeräumt, was das angeht. Es war aber eine Mode damals. Also die Produzenten sind, glaube ich, auch die, das war ja eine Zeit lang so Ende der 2000er, auch in Deutschland, das sind ja auch so von Verdi Opern auf Tournee gegangen, die auch in der Lanxess Arena, die vollkommen spektakulär inszeniert worden sind. Zum Beispiel AI, da wurde hier, also habe ich auch so in so einem Format gesehen, wo das halt keine Oper mehr im klassischen Sinne war, sondern quasi ein Actionfilm mit Operngesang, was sie daraus gemacht haben. Und das sind eigentlich die gleichen Produzenten. Und ich glaube, das war halt so eine Modewelle Ende der 2000er. Da wurden solche Großereignisse wirklich als Tourereignisse geplant und durchgezogen. Und so heute die Reste, die man da noch kennt, sind so diese Appassionata-Shows mit Pferden zum Beispiel, die ja auch ähnlich funktionieren mit der Akrobatik und mit der Musik und wie man und mit der Story, wie das immer präsentiert wird. Ja, dementsprechend. Mich ärgert es irgendwie. Irgendwie hätte ich es jetzt wirklich gerne gesehen. Im Nachhinein ja. Aber weißt du, ich glaube, sowas kommt wieder. Also auch die ganzen Disney-Musicals, die es mal so Anfang der 2000er gab, die dann alle weg waren, Glöckner von Notre Dame oder sowas, das gab es alles nicht mehr. Das kommt jetzt alles wieder. Und ich glaube, wir müssen jetzt nur noch warten, bis unsere Söhne so 6, 7 Jahre alt sind und dann kann es losgehen. Weil ich glaube, mit einem Kind wäre das schön. Ich kann mit so Akrobatik nichts anfangen, aber allein schon das Batmobil dazu reinfahren zu sehen vor diesem riesengroßen Hintergrund, das ist schon ziemlich cool. Und wenn du da dann noch ein Kind daneben sitzen hast, was große Augen hat, ich glaube, das macht es dann wirklich. Ich war ja mit meinem Patenkind in New York, ne? Und die war eigentlich kein Comic-Fan, aber wie Spider-Man zum ersten Mal über ihren Kopf hinweg geflogen ist in dem Theater, ne? Da war die hellauf begeistert. Da sagte die, das war richtig klasse. Klar, jeder, der mal im Freilichttheater war und hinter dem dann Pferde lang geritten sind, der weiß Bescheid, dass das irgendwie doch einen anderen Impact hat. Was es ja dazu gab, war ja auch Merchandise, teilweise sogar exklusiv und exklusiv für Österreich gab es ein Sticker-Album. Da konnte man dann eben Bilder aus der Show sammeln, aber eben auch Comicbilder. So Sticker-Alben haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen. hattet ihr Batman
Sticker-Alben, so diese Panini-Alben. Da gab es ja doch die ein oder anderen aus den 90er Jahren. Aber auch in den 10er Jahren gab es ja dann ein paar, also zu Justice League, zu 80 Jahre Batman natürlich auch. Viel weiter zurück. Superman hatte ich tatsächlich von Panini. Ja, gab's. Superman the Movie. Ich hatte nur ein komplettes, das war Jurassic Park. Stimmt, das habe ich auch noch gesammelt, Jurassic Park. Da war ich schon erwachsen, weil ich das einfach total cool fand. Ja. Aber sonst war das immer so, mich hat es immer genervt, ich habe die nie richtig eingeklebt bekommen. Grobmotorik, oder? Ja, nee, das hat nicht geklappt. Das ist auch mein großes Problem mit Lego-Sachen. Deshalb kaufe ich immer so die gedruckten Steine so teuer an, weil ich die Dinger nicht beklebt bekomme. Das ist echt ein Problem. Ich habe auch riesen Wurstfinger, was willst du damit kleben? Aber nee, das Album, das ich habe mich verarscht auch gefühlt dann. Die kommt aus Duplo, würde ich sagen. Was mich immer geärgert hat, als Kind, wie dieses dicke Album, du hast die Alben nie voll bekommen. Ne? Du hast es auch nicht genug Geld, das ein Tütchen zu kaufen. Als Erwachsener aber mit dem Scheiß angefangen hat, bin ich im Comicladen zu meinem Comichändler des Vertrauens gegangen und dann wurde da nicht nach Tütchen gefragt, sondern kannst du mal 5 Dosen von den Panini Babbel besorgen, was du dann hunderte auf dem Doppelt hattest, nur damit du das scheiß Album voll bekommst. Ja, ne? Ja, dabei konntest du dir ja alle bestellen auf der Rückseite. Ja, genau, du kannst ja kaufen, das war immer danach, aber am Anfang, wenn die Dinge rauskamen, ging das erstmal nicht, da musstest du erstmal den Händler unterstützen. Ich weiß das doch, ich habe irgendwelche Marvel Panini-Sachen habe ich mir damals gekauft in den 90ern. Da bin ich wirklich hingegangen, hier holen wir drei Verkaufspackungen, wo diese einen, da waren ja immer so 100 Tütchen drin, gib mal 3 von diesen Verkaufspackungen nach Hause ausgepackt und wenn du Pech hattest, war das Album immer noch nicht voll. Ja, Henning, hattest du kein Sammelalbum? Nee, ich kann mich dran erinnern, doch Bundesliga. Ja, genau, das einzige Sammelalbum, was ich mich erinnern kann, war irgendwann mal ein Bundesliga. Sammler, da muss jetzt 10, 11 gewesen sein. Das habe ich ja tatsächlich auch mal angefangen, weil das damals als Kind so ein Krankenhausaufenthalt war und dann sozusagen meine Eltern mir quasi das immer mitgebracht haben. Aber ich habe tatsächlich nie Geld für Sticker ausgegeben. Das war irgendwie nicht so meins. Das würde ich auch nach wie vor irgendwie nicht machen. Also das, was ich gerade schon kaufe dann irgendwie, habe dann 300 doppelt und muss die dann noch irgendwie eintauschen und verkaufen. Ich glaube, das macht ja auch Sinn, wenn du dann auf so, keine Ahnung, wenn du dann so Börsen besuchst oder wenn du im Bekanntenkreis soll, dass die das auch machen, wo du dann wirklich halt tauschen kannst, ne? Aber das dann irgendwie heute ist es ja, klar kannst du über das Netz alles machen, aber das wäre mir, glaube ich, zu aufwendig. Hast du noch nie Trading Cards gehabt? Auch nicht? Aus Amerika? Die Tops, die Karten? Nee. Oh, da habe ich auch richtig wertige da. Da habe ich wirklich viel. Glaubst nicht, bei meinem Neffen, als ich in Wien besucht habe, der hat ganz viel so Pokémon-Sammelkarten. Und dann habe ich ihm versprochen, weil die sind ja teilweise auch echt ein paar tausend Euro wert. Das ist ja so ein Und er hatte welche, die wirklich selten waren. Ne? Und dann sind wir in Wien in so einen Shop rein, da hast du gesehen, wie Kinderträume platzen. Wie er stolz und vorsichtig seine Karten gezeigt hat. Und dann ja, da hier ist ein leichter Kratzer oben rechts drin, der ist noch 2 Euro wert. Das ist ein dreckiges Geschäft. Ja, aber ich meine, die sahen gut aus. Also da waren dann auch so. Die auch. Nee, das meine ich mit fertig, nicht, dass ich die jetzt gut verkaufen kann oder so. Ja, das war schon schlimm. Wie sieht's bei dir aus, Bernd? Achso. Ja, ich wollte gerade dich fragen, wie sah es denn im Osten aus? Ja, im Osten gab es auch Sticker. Selber gemalte. Genau, die waren ja alle mit Kautschuk. Schon Parteifunktionären. Genau. Ja, die kannte man ja hier alle einzeln, genau, mit einzelnen IMs, ne, sammel deinen Nachbarn, genau. Finde dein IM. Genau. IM Kleber, genau. War ja auch riesen Zeit, weil du alle Daten hier hattest von den Leuten. Auch. Ja, so nämlich, genau. Ja, wo Facebook Jahre für arbeiten musste. Wo Gerd das jetzt gesagt hat, ist mir das jetzt erst eingefallen. Ich hatte von der X-Men, Trickfilmreihe hatte ich relativ viele Sticker und auch das Album. Aber ansonsten hatte ich einzelne Sticker und so ein plain Album, wo du einfach reinkleben konntest, wenn du irgendwas geschenkt bekommen oder was auch immer. Das Allerschlimmste ist, manchmal gab es auch Sticker, wo man dran riechen konnte, die man so aufkuppeln musste. Und das gab es bei uns nicht. Stimmt. Und das hat immer alles gleich gerochen, immer wie so eine Maggi-Dose oder so, was ich daran erinnert, ich weiß. Und die Simpsons hatten das nämlich auch drin, das war auch echt.
Auch schwierig. Wie war es bei dir, Bernd? Also mich haben tatsächlich solche Sammelalben durch meine Kindheit begleitet, so über Franchises hinweg, ob es jetzt die Muppets Babies, zu diesen auch Album gab. Alf hatte ich, zu Masters of the Universe gab es sogar eins. Ach, die Turtles hatte ich auch. Genau, ich hatte Turtles muss es auch gegeben haben, ne? Ja, stimmt, ja. Zur Animated Series kam ein Album raus, das habe ich auch noch. Das war eigentlich ganz cool, auch mit coolen Silberstickern und sowas und so ein Poster zum Aufhalten in der Mitte. Das war eigentlich ganz nice. Sah das so aus, dass Batman, also dieses Batman-schwarze Ding, und dann waren so Kreise, die Köpfe waren dann so, also ich kann es gerade umstellen, mit den Köpfen der Bösewichte. Richtig. Ne? Dann hatte ich das auch. Zu Batman Forever gab es dann auch eins, das war gar nicht von Panini, das war von Merlin. Das dürfte auch mein letztes gewesen sein. Zu Batman und Robin gab es da nichts. Zum ersten Batman-Film hatte ich nur die Trading Cards, die es von Topps gab. Und habe dann später auch die zu Batmans Rückkehr und Batman Forever und Batman und Robin dann geholt. Und dann irgendwann verlässt einem das Ganze natürlich. Und man merkt, dass das auch nicht mehr so das ist, was die jungen Leute dann eventuell wollen. Also es gab zu Batman Begins gab es noch ein Sammelalbum. Es gab sogar noch eins zu Dark Knight. War, glaube ich, das letzte Sammelalbum, was es im Bereich Batman, zu den Batman-Filmen gab. Außer eben Justice League. Und Justice League ist, glaube ich, auch so ein Sammelalbum, was sehr wenig mit dem Film zu tun hat. Also da gibt es so die ein oder anderen Bilder, aber dann ist das auch wieder aufgefüllt mit Comicbildern. Aber ich habe es nicht. Also von dem her, ich habe das nur mal gehört. Und 80 Jahre Batman, ja, das war es mir dann aber auch nicht wert. Nee, da bin ich dann eigentlich offiziell seit, ich glaube, dem Dark Knight Album, was ich auch schon gar nicht, also da hatte ich alle Sticker von dem Dark Knight Album, weil ich das auch schon so gekauft habe. Also ich konnte das Album kaufen mit den abgezählten Bildern dazu. Die habe ich noch nicht mal eingeklebt. Da hat es mich dann so langsam verlassen. Aber ansonsten eigentlich eine schöne, nostalgische Geschichte, so Sammelalben. Das ist aber auch heute was man eher an der Rewe-Kasse noch findet, ne? Gibt's ja so, heute ist es eher so, dass du diese Sticker an der Rewe-Kasse geschenkt bekommst und dann das Album dir kaufen musst oder wieder auch. Das ist ja heute ein bisschen abgelöst worden eigentlich von diesen ganzen Sammelkartenspielen. Das ist ja, ich war jetzt im letzten bei Müller, weißt du, Pokémon kenne ich ja auch, das sieht man ja immer, ne, dass man diese Pokémon-Karten immer noch kaufen kann. Aber das gibt es ja wirklich von den Marvel-Helden, das gibt es ja von den DC-Helden, gibt es ja so Card-Games. Und da habe ich bei Müller gesehen, da war so ein ganzer Schrank, der war auch abgeschlossen, da die konnten die Kids nicht einfach so dran, wo du diese Tüten mit diesen Sammelkartenspielen kaufen konntest. Und da war wirklich, also alle möglichen Franchises sind da immer noch dabei. Die Tüten heißen Booster, glaube ich. Ah, Booster Packs, ganz genau. Ja, so das Alter, ne? Ja. Ich glaube, wir können jetzt mal ins nächste Jahr reinspringen, was wir, damit wir wieder so in die Reihenfolge reinkommen. Das wäre jetzt 2014. 2013 haben wir in der letzten Ausgabe hinter uns gelassen. Und ich hatte ja noch so eine kleine Aufgabe, dem Gerd vor allem mitgegeben, in ein Hörspiel reinzuhören. Gerd, hast du in eins der Highscore Music Batman Hörspiele reingehört? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich konnte mich nicht überwinden. Wie kann man das so hassen? Wie kann man Hörspiele so hassen? Wie kann man so viel Hass in sich haben? Ja. Ja, es ist halt so. Aber Hörspiele, nee, das hat jetzt gar nicht mit Hassen zu tun. Ich habe noch nie mit Hörspielen was anfangen können. Das ist tatsächlich so. Nach 10 Minuten kriege ich halt so viel, was mit Geräuschen und Musik. Und dann wird halt versucht, Spannung aufzubauen. Ich habe also auch mit den John Zinkler Hörspielen. Nach 10 Minuten ich bin aus. Vorbei. Ja, und so Stimmen und so ihren Schmerz. Ja. Ich auf die Stimmen noch mal. Ja. Voll doof. Reiz Overload, genau. Ich halte jetzt einfach die nächste Stunde meine Schnauze, ihr könnt jetzt schlafen. Menschen, Geräusche. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, ich hasse sie. Das hat nichts mit Hass zu tun. Ich kann damit nur einfach nichts anfangen. Schönster Euphemismus am heutigen Tag. Ja, auf jeden Fall. Ja, hat sonst jemand noch mal in eins der Hörspiele reingehört? Habt ihr Zeit gefunden, die Woche? Ich muss zugeben, ich habe angefangen und bin direkt eingeschlafen. Das lag nicht daran, dass es nicht gut war, aber wenn ich im Bett, ich wollte im Bett halt eigentlich hören, ne? Und wenn ich dann irgendwas höre, ich auch voll auf Podcast zum Einschlafen. Und meistens schlafe ich dann auch nach 2 Minuten ein. Aber ich habe es jetzt mal fürs Spazierengehen vorgenommen, auf jeden Fall. Okay. Also ich habe nochmal ins Niemandsland reingehört, ins No Man's Land, was auch 2014 erschienen sein muss, Ende 2014. Und da habe ich nochmal reingehört, weil ich das mal aus Versehen, in Anführungszeichen, mal gehört hatte und ich hängen geblieben bin, weil das so gut erzählt ist. Die meisten Ausgaben der Hörspiele basieren ja auf Romane zu den Comics oder
wir schon gesagt haben, zu dem Animated-Tie-In zu Batman Begins und Dark Knight. Und sind da dementsprechend nochmal in einer Hörspielform umgesetzt worden. Erzählt zum Beispiel von Barbara Gordon in dem Moment mit einem James Gordon, der gesprochen wird von der Stimme von Don Johnson. Das ist Kino für die Ohren. Das ist wirklich großartig inszeniert, auch wenn ich mit der ersten Ausgabe nicht so ganz warm geworden bin, aber mit der No Man's Land Geschichte, also die habe ich jetzt auch gerade noch bis zu der Aufnahme jetzt hier vorher gehört, muss ich einfach sagen, das ist richtig gut produziert. Und da erschien eben 2014 Inferno, was eben auch auf einem Roman basiert, und eben No Man's Land auf der Romanisierung der Comics, wenn man so möchte. Also von mir weiterhin den Tipp, sich die Sachen mal anzuhören. Die gibt es über Apple Music, die finden sich bei Spotify und die gibt es natürlich auch klassisch auf CD zu kaufen. Unser Flo zum Beispiel, der hat sich die dann gleich mal dann nach unserer letzten Empfehlung dann geschnappt. Ich hoffe, er konnte da auch schon mal reinhören oder es ist inzwischen auch schon bei ihm angekommen. Was gab es denn sonst noch 2014? Wir hatten Beware the Batman aus dem Animated-Bereich. Computeranimierte Animationsserie. Eine Staffel lang. Und die gab es auf ProSieben Max in Deutschland zu sehen. Die ist top. Wenn man über diesen Stil hinwegblickt, das ist nicht so ganz so meins und Batman gefällt mir auch nicht, aber die Serie ist top. Die erzählt vor allem so erstmal kleinere Schurken. Aber ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, die bis ganz zu Ende zu gucken. Aber die Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, ich glaube, ich habe es über die Hälfte gesehen. Die sind wirklich gut. Was man wissen oder mögen muss, ist, dass Katana eine große Rolle spielt und dass sich sehr so auf sie mit konzentriert wird als so eine Art Sidekick von Batman. Richtig, also Robin ist da ja gar nicht mit dabei. Ich glaube, man ist da auch noch in den Anfangsjahren von Batman. Ich glaube, es ist das zweite Jahr. Und wir haben es hier mit dem Alfred zu tun, der auch so in diesen, der auch als Agent, glaube ich, schon unterwegs war. Das waren schon so die ersten Brüche, wo viele am Anfang gesagt haben, man muss ja mal sagen, diese Zeiten damals, wenn es Ankündigungen gab für neuen Batman-Software, erstmal alles super kritisch. Also erstmal musste sich alles irgendwie mit Nolan messen oder mit der Animated Series. Eins von beiden. Ganz und anders als an der meine. Animated Series zerbrach eh immer alles. Ja, das heißt, ob es der Glatzkopf von Alfred war, ob es der Animationsstil war, sie hatten es echt schwer. Und mir hat die Serie nämlich auch ganz gut gefallen. Ich habe mir das auch Folge für Folge damals angeguckt, wie es damals rauskam. Auch nicht bis zum Ende geguckt, ehrlich gesagt. Und die deutsche Version habe ich auch nicht gesehen. Aber ich war sehr positiv angetan von der Serie. Ich muss halt sagen, das ist bei mir ähnlich wie bei Clone Wars. Obwohl ich Clone Wars gerade versucht habe, wieder nachzugucken, ich kann irgendwie mit diesem Animationsstil, das hat mich damals auch echt die Stimmung versaut, so ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das mag eine gute Serie sein, so wie Clone Wars auch, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie irgendwas hat mich jetzt nicht so wirklich interessiert. Und dann dachte ich mir, ja, irgendwie ist es vielleicht doch nicht für mich dann. Und ich höre ja auch, das ist ja ähnlich, man hört ja auch immer noch gute Sachen darüber. Vielleicht muss ich es irgendwann mal nachholen. Ich habe sie mir halt angeguckt, nachdem du mir nochmal geraten hast, die Green Lantern-Serie zu gucken. Weil ich wusste ja, dass sie von den gleichen Machern ist, also das ist das gleiche Team, wo dahinter steckt. Und habe sie mir dann nochmal angeguckt, weil ich weiß, damals bei ProSieben habe ich die erste Folge gesehen, fand diesen Stil halt auch wieder nicht so toll, gewöhnungsbedürftig und habe dann nicht weitergeguckt. Wenn man sich aber einmal über die ersten zwei Folgen daran gewöhnt hat, über diesen Stil, der auch sehr limitiert ist, weil die Animationen damals halt doch recht limitiert waren, noch im Computerbereich, dann ist sie inhaltlich top. Also ich finde, sie ist also zum Beispiel tatsächlich in vielen Punkten oft wesentlich erwachsener als die klassische Animated-Serie ist hier, weil sie noch andere Themen anspricht. Ja. Und man muss sich halt auch daran gewöhnen, dass er halt auch so mit Alfred und so weiter, dass die Serie so andere Töne anschlägt generell. Ne? Aber ist schade, dass halt so, ich habe sie wirklich zu Ende geguckt, ist schade, dass sie nach einer Staffel angestellt worden ist. Also sie hätte eigentlich mehr verdient gehabt. Henning, wie sah es bei dir aus? Gesehen? Mitbekommen? Nee. Ähnlich über Rico. Der Stil ist wirklich so überhaupt nicht meins. Deswegen bin ich bisher weder daran gegangen, noch an diese Green Lantern-Serie. Weil, also beides wird ja super gut besprochen, wie ihr es schon gesagt habt. Ist tatsächlich so, da schreckt mich der Stil tatsächlich erstmal ab. Auch wenn das jetzt nicht, ich will nicht ausschließen, mir das nochmal anzugucken. Das, was ihr gerade sagt, das klingt dafür immer super. Aber ist dann halt wieder, wir haben es ja letztes Mal schon gehabt, das ist dann der nächste Eintrag auf einer Watchlist, die schon so lang ist, dass ich die wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr abarbeiten werde. Und dann musst du halt irgendwo Striche machen.
Ja. Aber dann ist es eher ein Vorteil, dass es nur eine Staffel hat. Also bei Clone Wars zum Beispiel, da hast du ja wirklich eine Staffel mit, glaube 24 Folgen oder so, wo, ne, oder 30 Folgen sogar, wo du irgendwie das Gefühl hast, du kommst nicht mehr zum Ende und so. Und da hast du das halt bei Batman ist es eine Staffel und bei Green Lantern waren es zwei. Also das hast du tatsächlich relativ schnell aufgeholt, aber wie gesagt, ist ja auch noch nicht zum Ende. 13 Stunden sind es trotzdem am Ende, ne? Wenn du 26 Folgen hast, das ist trotzdem eine Menge Zeit. Ich habe auch The Batman nochmal angefangen, also diese Serie aus den 2000ern, wo ich auch die ersten zwei Folgen, ich fand es gut. So, ne, aber bin da jetzt auch nicht dran hängen geblieben. So. Ja. Was so eine Serie mit sich bringt, ist ja auch dann oft Merchandise und die breite Masse wird dann gerne mal bei McDonald's bedient, also in Form vom Happy Meal oder wie wir damals noch gesagt haben, in der Junior-Tüte. Junior-Tüte, genau. Da gab es zu Beware the Batman so ein paar Figuren, eine Maske, ein Batmobil, sogar ein Motorrad, mit dem man dann fahren konnte. Hattet ihr so McDonald's-Spielzeug jetzt mal unabhängig von Beware the Batman? Früher halt, ja. Also, als ich dann kleiner war, das waren bei mir, es gab ja eh schon viel Warner Brothers Sachen immer bei McDonald's. Es gab ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich erinnere, es gab die Looney Tunes, die aber auch Superhelden waren. Da wächst, du konntest dann wie so einen Anzug drüber klippen. Dann war Bugs Bunny, war dann zum Beispiel so eine Art Superman, Super Bugs oder so wahrscheinlich. Und das hat, da hatte ich alle, oder ich glaube, Daffy Duck war Batman, was auch gepasst hat. Hm. Und von der Animated Series gab es, glaube ich, auch was Ähnliches. Das hatte ich auch als Spielzeug damals und generell halt immer mal wieder was. Aber halt dann immer nur die Sachen, die ich ja noch cool fand. War bei mir ähnlich. Ich hatte aus der Animated Series die Catwoman mit, da war so ein Berglöwe mit dabei. Und später dann hat mir einer im Sandkasten so einen Batman geschenkt, der war auch aus der Junior-Tüte mit einem Motorrad, ne? Kann das sein? Ja. Aus der Animated Series, genau. Ja, genau. Ja. Und was es auch gab, war so Fahrrad-Accessoires, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Das hatte ich auch. Genau, der Rückspiegel war Batman, die Klingel war es ja nicht wie so eine Tröte, war der Joker-Kopf, glaube ich. Mhm. Und so Sachen gab es auch alles. Das hatte ich auch, so Sachen halt, ja. Stimmt. Und Marian, kann es sein, dass dein Motorrad, dass das Robin war, der auf dem Motorrad saß? Richtig, genau, es war Robin. So, Gerd, deine letzte Junior-Tüte. Aber nochmal. Bei den Original-McDonalds-Brüdern geholt. Nee, da habe ich also rein gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass es Merchandising bei McDonalds davon gab, weil das ja, also ist mir jetzt auch eine neue Info. Aber auch hier wieder, wenn man sich das jetzt mal wieder so anguckt, das sah damals alles besser aus, als was es sah eben der Gedanken wieder besser aus, wie man es dann, also wie man es jetzt nochmal sich anguckt. Das sieht ja scheußlich aus. Teilweise Batman hat ja richtige O-Beine. Ja gut, ich meine, das ist 93, ne? Das muss man dazu halt auch sagen. Das ist halt auch schon, ne? Achso, ich dachte, 93 haben einfach mehr Leute O-Beine gehabt. Vielleicht auch das. Ja. Ja, 2014, also im Kinobereich war da Batman-mäßig ja gar nichts. Also da lief vom Marvel, lief da der Winter Soldier oder die Guardians mit ihrem ersten Film. Und wir waren mit Batman dann eher so im Animationsbereich wieder beschäftigt, ob es jetzt eben Justice League War war, ob es Son of Batman war oder eben Batman Assault on Arkham. Justice League War, muss ich gerade überlegen, ist der in Deutschland überhaupt erschienen? Der könnte zu den Filmen gehören, die es wieder mal nicht nach Deutschland geschafft haben. Aber der ist es wirklich wert, den habe ich letztes Jahr nämlich das erste Mal gesehen und der ist quasi so, wie Justice League hätte werden können. Mhm. Das, also der das sagt man auch über den aktuellen Film tatsächlich. Ja, aber da denke ich tatsächlich, also wie wirklich der erste Justice League hätte werden können. Also man sieht so diese Exposition von diesen ganzen Figuren und es ist sehr ähnlich so im Aufbau auch. Also das ist schon überraschend. Der ist ja jetzt quasi vor BVS vor Justice League dem Film rausgekommen natürlich, ne? Ja. Der ist auch ganz cool, also nach wie vor. Der ist aber in der Synchro, glaube ich, nicht erschienen. Also synchronisiert ist der, glaube ich, nicht worden. Ja. Der ist nicht synchronisiert worden. Ja, den gibt es also, glaube ich, wenn, dann untertitelt bei Amazon, glaube ich, zu kaufen. Und bei iTunes dürfte es den dann auch geben, aber wie gesagt, ohne deutsche Tonspur dann letztendlich. Also das war so die Zeit, in der dann eben auch, wie gesagt, nicht jeder Animationsfilm es dann eben auch nach Deutschland geschafft hat. Alles, was den Namen Batman drauf hatte, schon. Also das zeigt, da war noch eine Kaufkraft dahinter.
wie zum Beispiel bei Son of Batman, der dann auch in Deutschland erschienen ist. Aber bei Justice League war man sich immer nicht so ganz sicher, auch wenn Batman beteiligt war, ob der Film dann eben auch auf dem deutschen Markt rauskommt. Aber auch hier bei Batman Assault on Arkham, das ist auch der bessere Suicide Squad Film eigentlich. Ja, genau. Also der ist echt, der ist losgelöst, der gehört zu den Arkham-Spielen. Aber so, der gehört nicht zu dem Animated-Universum, so wie ich das in Erinnerung habe. Und der ist eigentlich echt ganz toll, auch so, auch wie er sich dann ausspielt. Im Prinzip eine ähnliche Grundstory wie der Suicide Squad-Film, bloß viel schlechter. Also, viel besser. Und cleverer auch. Ja, voll, auch klar. Es macht auch Sinn, dass Harley Quinn dabei ist, zum Beispiel. Ja. Kein Riesengegner, der die ganze Welt bedroht, sondern der ist wirklich das Level von den Gegnern. Ja, sehr gut. Und Batman hat auch eine brauchbare Rolle, so. Also irgendwie, der ist echt nicht schlecht. Also den kann man sich echt angucken, finde ich. Ich bereue es ein bisschen. Das gibt ja nochmal einen Suicide Squad-Film, den habe ich nicht gesehen, aber der war echt gut. Pay to Hell, ne? Oder ja, genau. Wobei der, glaube ich, wieder dann zu dem Animate-Universum gehört, glaube ich, ne? Ja. Aber ich dachte, der gehört auch dazu. Der gehört zu den Arkham Games. Gehört zu den Arkham Games, ja. Dann können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ansonsten gehen wir mal wenn wir schon über Videospiele sprechen, Lego Batman 3 Beyond Gotham. Da haben wir uns doch drüber unterhalten, oder? Wir beide haben doch darüber. Also ich habe das gespielt und du hast mich dazu gefragt. Stimmt. Warum haben wir darüber sprechen können? Was ist 2014 passiert? Am 6. September? Batcast gab es das erste Mal. Juhu! Ding, 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 ding. Ja, doch, stimmt, ja. Klar. Da haben wir drüber gesprochen und seitdem 91 Folgen zusammen aufgenommen. Also insgesamt hier eine Gruppe mehr oder weniger. Und grau geworden. Dankeschön. Ja, ich nicht. Aber das ist doch das Batman-Spiel, wo es dann auch in den Weltraum geht, ne? Also das ist, glaube ich, keine Stadt mehr, oder? Da sind die offenen Welten, sind einzelne Planeten, glaube ich, der Sea-Welt. Ja. Bis am Anfang bist du noch in Gotham, glaube ich, und dann gehst du raus. Ja. Da habe ich mich auch erinnert, dass man auch Superman recht am Anfang spielt und so. Und ja. Da war auch die ganze Justice League dann auch schnell dabei. Ja, genau, du bist auf jeden Fall auch Lantern und so, also da sind irgendwie alle möglichen dabei, ja, das stimmt. Und worüber wir auch gesprochen haben, und jetzt kommen wir ja langsam in den Bereich, in dem eben Batcast dann die Themen hier eh schon abgeklappert haben, dass die 60er-Jahre-TV-Serie auf Blu-ray veröffentlicht wurde und auf DVD, remastered, das erste Mal überhaupt zu haben und eben auch auf dem deutschen Markt. Und wer hat's in der Sammlung? Ich, hier. Hier. Ich nicht. Ich hab sogar den Film, da habe ich letztens gesehen beim Umziehen, den es auch gab auf Blu-ray, der ganz komisches Cover hat, was ja gar nicht so passt, so ein ganz dunkles Cover. Batman hält die Welt im Atem. Genau, Batman hält die Welt im Atem, genau. Den gibt's ja, das sieht ja auch, also als ob man die Kunden, die The Dark Knight gut finden, auch noch abgreifen wollte, so ein bisschen. Das passt ja gar nicht dazu, das Design. Das ist ja überhaupt nicht bunt, sondern das steht dann auch der Adam West Batman so im Dunklen. Das ist echt komisch aus. Das ist echt. Also. Ein Scheppeln, wer Böses dabei denkt. Also bei diesem Cover, also da ist schon ganz bewusst drauf getrimmt worden, dass die Leute darauf reinfallen und das für den ernsten Film halten. Ne? Nochmal zurück zu der Serie. Also ich meine, dass die überhaupt gekommen ist, das grenzte ja damals schon fast an ein Wunder. Also dass man damals, da war ja ewig lange die Frage, wann kommt das Ding überhaupt endlich mal irgendwo veröffentlicht raus und was mit den Synchro-Rechten, dann wurde ja die Serie angekündigt, da war ja die große Frage, kommt die in Deutschland überhaupt auch oder kommt die nur in den Staaten? Und eigentlich war das ein bisschen ähnlich wie bei Animated Series, ne? Also da haben ewig lange Leute drauf gewartet, weil es die in gar keiner Form irgendwie gab als auf Disc. Ne? Und man muss auch sagen, die ist qualitativ auch einfach gut geworden. Ja, tatsächlich. Ne? Muss man einfach sagen. Die Veröffentlichung selber, ja, das hat, dass das nach Deutschland kam, das hat einen dann schon auch sehr froh gestimmt. Letztendlich, ich glaube, es gab den ein oder anderen Fehler drauf, also gerade was die Synchro anging, dass da ein Teil gefehlt beim Intro, gerade bei der ersten Folge, aber Warner war da ja sehr kulant, in Anführungszeichen, und hat einem das dann auch ausgetauscht, sodass man dann auch alles dann technisch einwandfrei hatte. Marian, mit dir haben wir, glaube ich, noch nie über die 60er-Jahre-Serie gesprochen, oder? Gibt es da irgendwie Berührungspunkte, Erinnerungen, eine Meinung dazu? Also als Kind habe ich die sehr gerne gesehen und habe die auch oft gesehen. Die wurde ja dann in den 90ern nochmal ausgestrahlt, ne? Also so komplett auf Sat.1, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, genau. Genau, also das erste Mal eigentlich. Also ab 89 lief es das erste Mal in Serienform. Da habe ich es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ich mochte die Serie damals. Ich kann mir auch nochmal die
den Batman hält die Welt in Atem, den kann ich mir auch noch angucken. Vor kurzem lief die auch noch mal auf irgendeinem, ich glaube auf RTL Nitro oder so, lief die neulich noch mal durch. Ja, genau. Und das ist wirklich, da schaffe ich ein, zwei Folgen und dann möchte ich die erstmal für 3 Jahre nicht mehr sehen. Ja. Ich halte die durch, ich kann da nicht in der Folge abbrechen, da bin ich zu zwanghaft, aber ansonsten. Aber es schmerzt. Geht einfach nicht mehr. Ja. Man kauft schmerzt. Ja, das ist so echt. Man lacht so lange, bis es wehtut. Ja. Ja. Man kauft die Box sich auch eher, um es im Regal stehen zu haben, dass jemand vorbeiläuft und so, ach, guck mal, wie nett. Und stellt man sie wieder zurück und es ist dann sowas. Und das Bonusmaterial, muss ich dazu mal sagen, das ist tatsächlich hochinteressant. Also auch. Ja, ja. Ich habe tatsächlich das Einzige, was ich von der Box wirklich komplett geguckt habe, sind die Dokumentationen, die da drauf sind. Also ich habe von der Box vielleicht irgendwie in 2, 3 Folgen nochmal reingeguckt und ähnlich wie Marian, ich kann es nicht bis zum Schluss aushalten. Also ich halt ganz schwierig nur eine Folge am Stück aus. Aber tatsächlich fand ich die Dokumentationen in den Extras, die fand ich sehr spannend. Also auch nochmal die Dokumentation über Adam West zum Beispiel und auch wie das damals Batmania zum Leben erweckt und so, um das Design ging und so, das sind schon spannende Sachen drauf. Ich denke, man sollte das auch tatsächlich so in Ehren halten, was das betrifft. Ne? Also das war so die erste Vorlage für, man ist mit seinem Kumpel draußen und spielt Batman und Robin irgendwie nach oder so. Also das waren ja so wirklich die ersten Vorlagen für einen selber. Und hat ja tatsächlich auch vieles angeschoben. Aber der kreative Prozess hinter der Serie ist tatsächlich interessanter eigentlich als die Serie selbst. Das muss man sagen, das ist bei dem Bonusmaterial, was da alles so erzählt wird, warum auch was gemacht worden ist, das ist, wie gesagt, hochinteressant. Und natürlich, klar, das ist, da kann man kein Binge-Watching mehr machen. Ich meine, ich weiß ja noch, ich war ja als Kind enttäuscht von Batman hält die Welt in Atem. Habe ich ja gesagt, ne, mal diese Story, weil ich immer dachte, das wäre ein ernsthafter Batman-Film. Und dann kam halt dieses Ding ins Kino. Als Erwachsener, wenn man so ein bisschen diese ganzen popkulturellen Referenzen versteht, kann man das schon besser genießen. Aber mehr als 2 Folgen hintereinander geht wirklich nicht. Also das ist einfach zu viel des Guten. Ne? Empfehlenswert ist übrigens auch Return to the Batcave. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dokumentation, also diesen was ist das denn? Ist das eine Dokumentation? Ist das eigentlich eine Verfilmung des Making-ofs, wie sie eben die Batman-Serie damals gedreht haben? Wurde sogar für den deutschen Markt synchronisiert und lief auf Premiere. Und ich glaube, es gibt da auch das ein oder andere bei YouTube zu finden, weil es das wiederum nur auf Originalsprache, auf DVD gibt. Aber das fand ich ganz witzig, weil hier wird praktisch Adam West ja nicht so im positivsten Licht dargestellt, sondern dass er eher so als Weiberheld unterwegs war und immer sich alles abgegriffen hat, was nur ging. Und Burt Ward, da ja eher derjenige war, der richtig leiden musste für alles, keinen eigenen Stuntman hatte und so weiter und so weiter. Aber es war sehr witzig inszeniert mit auch dem ein oder anderen Gastauftritt von Originaldarstellern der damaligen Zeit. Gut, damit wären wir eigentlich bei 2014 durch. Außer ihr seht noch auf der Liste was. Gerd, du hast hier geschrieben, Doodle Jump DC Superheroes bei Games noch. Also ist das erwähnenswert. Ja. Hast du es gespielt? Ja, tatsächlich. Und witzigerweise war dieses Doodle Jump eines der erfolgreichsten Handyspiele überhaupt. Und das hat tatsächlich jede Menge Lizenzen nachher abgegriffen. Wie gesagt, unter anderem Batman, aber auch es gab auch einen Marvel Doodle Jump und einen Avengers Doodle Jump. Das gab es, glaube auch. Das ist also phänomenal. Das war so eine Zeit lang das beliebteste Handyspiel überhaupt, was es gab. Ne? Also das war praktisch eine Figur, die man so lange springen lassen musste, bis sie getroffen wurde oder was ging's da? Aha. Genau. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Ja, man toucht dem aufs Handy-Display, damit der weitergesprungen hat. Und wenn er runtergefallen ist, war halt vorbei. Also simplest Gaming ever. Aber die haben Millionen Kohle gemacht, weil diese ganzen Skins mit diesen Batman-Skins, die musstest du ja kaufen. Das Game war gratis, aber diese Skins musstest du halt kaufen. Also, und damit haben die Millionen gescheffelt. Kann man sich heute auch nur schwer vorstellen, aber ist so. 2015, das war das Jahr, in dem eigentlich Batman wie Superman starten sollte. Das wurde dann verschoben auf 2016. Dafür liefen dann die Avengers erneut im Kino. Ant-Man hatte seinen ersten filmischen Auftritt. Im Animationsbereich sind wir mit Batman vs. Robin, also der Fortsetzung von Son of Batman. Ansonsten Justice League Gods and Monsters, das war eine ganz eigene Interpretation. Das sollte ein ganz neues Franchise aufmachen. Das waren so umgedrehte Charaktere irgendwie. Also habt ihr Justice League Gods and Monsters gesehen? Das war eine ganz wirre Angelegenheit,
die, glaube ich, was Bruce Timm erfunden hatte und etablieren wollte. Es war alles so ein bisschen gedreht halt, ne? Ich glaube, Superman war Zod, oder? Nee, der ist Zod. Der ist das Kind von Zod und Lara. Genau, so war es, genau. Und ja, das hat auch angefangen erst mit so Kurzfilmen, glaube ich, wo alle vorgestellt werden, so Webfilmen, ne? Und dann kam der Film, glaube ich, erst raus. Ja. Das war ganz nett, aber ich hatte nicht das, also das hat für mich als einmaliges Projekt hat es irgendwie gereicht. Ich wollte irgendwie nicht unbedingt mehr davon sehen. Ich weiß auch gar nicht, mit Batman war doch auch irgendwas komisch. Batman war eine echte Fledermaus? War der nicht sowas wie Kirk Langstrom? War der noch, oder? Ja. Man-Bat. Ja, genau. Ja. Ja, und das gehörte dann aber auch bei den deutschen Veröffentlichungen mit zu den Dingern, denen dann diese Figuren beigelegt wurden. Also wenn ihr da so ein Set gekauft habt, dann lag da meistens auch so eine, ist das eine Actionfigur, ist es eher eine kleine Schleich, war das Statue? War das nicht Schleichfiguren? Ja. Die da dabei lagen? Sind das Schleichfiguren? Ich glaube, das sind Schleichfiguren, aber vielleicht bin ich jetzt auch gerade ganz verkehrt. Müssten wir vielleicht gleich mal oder gerade mal parallel recherchieren. Ich dachte, das sind Schleichfiguren waren. Es sind Schleichfiguren. Ich sehe das gerade eben auch. Hier zum Beispiel wurde diese Justice League Götter und Monster, wie sie in Deutschland hieß, in einer Sonderverpackung exklusiv bei Müller angeboten. Gab es, glaube ich, aber dann auch bei Amazon. Und inklusive einer Wonder Woman Schleichfigur. Genau, also die Firma Schleich. Also für alle, die die Firma nicht kennen, die sind ja berühmt für solche Tierfiguren, wie man sie im Spielzeughandel sieht, ne? So recht realistisch gut gemachte Gummi-Kunststofffiguren. Und die haben inzwischen ja auch so viele Lizenzen dann eben reingeholt, unter anderem eben auch DC. Bis heute gibt es ja von denen auch zu jedem DC-Film dann immer irgendwann mal so ein Batman oder ein Superman und sowas. Genau. Und sowas lag dann auch schon den Veröffentlichungen bei. Sind die schlimm für dich auch von Schleich gewesen früher? Ja, immer bestimmt. Noch. Ja, oder? Ja. Das hätte ich jetzt damit als erstes verbunden. Die hatten so tolle Häuser. Diese Schlümpfe. Die Schlumpfhäuser fand ich immer so toll. Die wollte ich als Kind immer haben, weil die so toll geformt waren. So Pilze, oder? So halt so Fliegenpilze. Aber die sahen halt eins zu eins aus wie aus den Comics oder im Zeichentrick. Ja. Und das, nie eins gehabt. Ach, schade. Ja. Was ist denn Batman Unlimited Animal Instincts? Was ist denn das? Klingt für mich, wenn ich mir die Sachen so ansehe, an eine an Kinder gerichtete Direct-to-Video-Veröffentlichung. Ich weiß nicht, hat jemand von euch da schon mal was gesehen? Die kommen hin und wieder im Fernsehen. Aber ich habe bis jetzt das noch nicht gesehen, aber das richtet sich wohl an Jüngere tatsächlich. Sieht so ein bisschen nach Transformers oder sowas aus, oder? Es gab auch eine Spielzeugreihe dazu. Die wurde, glaube ich, als allererstes angekündigt. Und das war dann Batman, der sich dann, wenn du sagst, Transformers dann immer irgendwie so zusätzlich noch mit Gadgets ausstatten konnte. Die kam von Mattel, oder? Die Spielzeugreihe von Mattel, ne? Ja. Aber ich habe das auch nicht gesehen. Also da ist aber auch wieder sowas, das ist vom Design her, sieht das erstmal so gar, ist das für mich erstmal nix. Schon vier oder fünf davon, ne? Filme. So Filme. Mhm. Ja, es gab dieses Animal Instinct, es gab dieses Monster Mayhem, Gotham City's Most Wanted, Max and Mutants. Ja, ein Justice League-Film gibt es davon, glaube ich, auch schon aus der Reihe. Ja, aber bei Batman Unlimited kommen auch schon Mitglieder aus der Justice League vor, glaube ich. Flash und Green Arrow und so war auch schon dabei. Also, Robin ist mit dabei, Batgirl ist mit dabei, Red Robin ist mit dabei. Also wenn das jemand empfehlen kann, vielleicht einfach mal in die Kommentare reinschreiben, wer das gesehen hat, wenn es empfehlenswert ist. Wie ihr seht, wir haben es alle nicht gesehen. Vielleicht kann mir jemand was dazu preisgeben. Ja. Und um mich gleich mal zu korrigieren, also dieses Gotham City's Most Wanted ist ein iOS-Android-Game, was zu der Serie rauskam. Wobei jetzt hier die Frage ist, zu was kam diese Serie raus? Ist das eine Serie für Spielzeug gewesen oder andersrum? Das wäre jetzt noch ganz interessant. Aber ja, ich habe die Vermutung, dass das sowas Ähnliches ist, wie was DC jetzt auch macht. Hier zum Beispiel so mit den Teen Titans, hier diese kleinen Serien mit diesen kurzen Folgen, die halt wirklich rein auf ein jüngeres Publikum, so also 6 bis 10 Jahre zugeschnitten ist. Oder jetzt auch dieses DC Superhero Girls, was jetzt rausbringt. Das sind ja die Folgen auch alle immer nur so 10 Minuten lang. Und man merkt ganz klar, das richtet sich halt an kleine Mädels. Ne? Also es Also tatsächlich ist es eine Serie, die ursprünglich als Actionfigur-Line von Mattel geboren wurde und dann eben zu solchen Filmen geführt hat.
Also, wer Material braucht, kann ja da nochmal reingucken. Vielleicht schaue ich auch selber mal rein. Gerade selbst sehr interessiert, was. Aber wir hatten ja noch ein anderes Game, was 2015 herauskam, ne, Bernd? Ne? Unser Highlight. Infinity Crisis. Ja, natürlich meinte ich Infinity Crisis. Ja, ne, Batman Arkham Knight, ne? Also, klar, das war, hat ja auch das Jahr dominiert, wenn auch aus meiner Sicht sehr frustrierend. Aus meiner auch. Wir haben ja gesagt, es wird einen eigenen Cast zum Thema Arkham Games geben, von dem her, ja, vielleicht einen kurzen Abriss. Hier kam ja dann Rocksteady wieder zurück, nachdem der ein Prequel ja davor noch rauskam von einem anderen Studio und sollte jetzt das Ganze zu Ende führen. Und ich habe ja das Ende immer noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was am Schluss passiert. Aber war das für euch ein gelungener Abschluss dieser Arkham Games? Also erstmal, es war zumindest ein Abschluss, ne? Also das kann man, finde ich, mal ganz positiv sagen. Es war ein Abschluss. Es hat Sachen aufgegriffen, die sich über 3 Spiele erstreckt haben. Es hat vielleicht alles nicht alles glücklich zu Ende geführt. Aber ich fand schon, dass es, also das hat es schon gut abgeschlossen. Es hat sich auch, also spielerisch, jetzt mal von dem Panzer abgesehen, gut weiterentwickelt. Ich habe das ja vor kurzem nochmal von einem halben Jahr nochmal durchgespielt. Und ich finde schon, dass die da viel gute Sachen gemacht haben. Schade aber bloß, dass im Vorfeld das so eine Katastrophe war, bis es rausgekommen ist. So, PC war ja komplett im Arsch. Ich habe mir damals beide Collector Editions vorbestellt. Weiß nicht, ob ich noch, also ob du dich noch erinnerst. Es gab ein Batmobil. Ich habe irgendwas anderes noch. Das andere komme ich gerade nicht drauf, ob es eine Figur war. Ja, das war das mit Batman als Statue inmitten von Gotham City, oder? Ja, genau. Die kamen doch beide dann gar nicht, oder? Genau, die kamen nicht. Und deshalb habe ich das Spiel zweimal umsonst bekommen. Ich habe für das Spiel bis heute keinen Cent ausgegeben. So, weil das, außer für die DLCs vielleicht oder sowas. Weil die mir das dann einfach geschenkt hatten. So. Warum auch immer, weil die haben das Batmobile nicht fertig bekommen. Das war halt schade, weil das dann auch so ein bisschen dann im Vorfeld so ein bisschen dann die Vorfreude zurückgenommen habe, aber im Prinzip war es 100% Batman danach. Und allein deswegen hättest du es mal durchspielen sollen, Bernd, weil wenn man es durchgespielt hat, kann man auch mit dem Burton-Batmobil durch Gotham City fahren, das macht schon Spaß. Ja, das ist halt, das war halt für mich auch eine der geilsten Sachen, dass du halt diese Suits wechseln konntest, ne, und dass du verschiedene Suits, und da war ja der 89er-Suit auch dabei und so. Ja, voll, ja. Das war schon richtig geil, also wenn man mal das Spiel, wenn es dann irgendwann lief, also und vernünftig lief, und diese, haben wir ja schon mal besprochen, dann durchaus auch sehr strapazierenden und teilweise überstrapazierenden Batmobile-Sequenzen, aber ansonsten war das dann schon top. Also, muss man schon sagen, ist schon ein geiles Game. Das hat so viel aufgegriffen von Batman-Mythos, auch so aus den Comics, hat so die Geschichte aufgegriffen von Mr. Freeze und Man-Bat kam dann plötzlich noch mit vor und hat einen Haufen Nebengeschichten noch aufgemacht, auch viel aus Arkham City noch zu Ende geführt. Das war wirklich, also inhaltlich auch gut geschrieben, fand ich. Ja. Auch vor allem halt auch geheime Sachen, die man vielleicht in Arkham City gar nicht mitbekommen hatte, wurden weitergeführt und auch von Arkham Origins wurden, weil das ja immer so als stiefmütterlich behandelt wird, aber auch sogar das wurden Gegner wieder aufgenommen und so. Und also ich guck gerade auch, wenn du dann den DLC noch hast zu Arkham Knight, dann wird halt, da hast du über 3 Spiele, streckt sich dann das Mr. Freeze seine Geschichte. Ja. Und das ist schon echt cool gemacht und sowas hast du eigentlich, oder sowas hat man so eine Spielform und gerade wenn man Batman-Fan ist, gar nicht. Und ich glaube nicht, dass man sich als Batman-Fan bezeichnen sollte, wenn man das nicht beendet hat. Ja, ich, also generell, da ist ja einfach so mega viel drin. Also, ne, das ist wahrscheinlich auch zu weit. Also, ne, da sind auch so viele Easter Eggs drin, dass da kannst du eine Cast-Reihe zu machen. Aber auf jeden Fall ist es einfach was von Fans für Fans. Voll, auf jeden Fall. Also, da ist so viel Herzblut drin, das ist schon wirklich Wahnsinn. In der ganzen Reihe, aber auch in Arkham Knight auf jeden Fall. Mega, ja. Ja. Ist echt super. Gerd, noch abschließende Worte zu Arkham Knight? Ich hasse es. Ja. Nein, ich kann nicht fahren. Ich habe Geräusche und reden da Leute, dann muss ich fahren. Das gibt gar nicht. Kommt der eine und schießt und der andere fährt. Eine Mod für einen PC, wo man Batmobile-Hörspiele hören kann. Ich muss die Gegenfahrer und deren Hörspiele Batmobil-Sequenzen entfernt, also erstmal die Panther-Sequenzen. Wenn ich nur dagegen fahren muss, ist es ja noch in Ordnung. Nee, ich habe es ja nochmal jetzt auch Anfang des Jahres versucht. Nee, war schon letztes Jahr. Und bin dann immer in der Story bis zu 50%
weitergekommen, aber da kommt irgendwann der Punkt mit diesen Drohnen abschießen, dass das nervt mich. Und das macht mich irgendwann einfach nur kirre, weil du bist du da eine Stunde beschäftigt, mit irgendwie 48 Drohnen abzuschießen, damit du mal weiter kannst. Ich finde, die haben halt dieses andere Gameplay, was sie ja auch total verbessert haben, gebe ich ja auch Rico vollkommen recht. Das kommt viel zu wenig. Also das eigentliche Batman-Gameplay, das kommt, kam mir halt zu kurz. Ne? Aber wie gesagt, weil inhaltlich würde ich Rico vollkommen recht geben, storymäßig. Und was ich noch auf jeden Fall weiß, ist, dass es, also damals hatte ich noch eine normale PlayStation 4 und ich habe es ja jetzt auf der PlayStation Pro. Das bringt ja die PlayStation 4 und auch die Pro dermaßen ans Rödeln. Also da geht ja der Lüfter dermaßen hoch, das ist ja unnormal hier, ne? Sobald dieses Game läuft hier, von der Performance. Es sieht auch für ein 5 Jahre altes Spiel noch immer super aus. Also wirklich, ja, das ist komplett, also das ist echt auch... wie nah man an Batman ist, so wirklich, du schaust da wirklich über seine Schulter rüber und das Ganze auf dem City, ich habe ja eh so einen 4K-Beamer in meinem Wohnzimmer stehen und das ist einfach, du kannst aus allen Bildern, kannst du jedem Hintergrundbild machen, gerade wenn er auch dann so oben auch im Wayne Tower steht oder sowas, das ist schon echt, also cooles Spiel. Wir haben ja viel über Kinofilme, Animationsfilme, auch über die Spiele gesprochen und vielleicht auch über die ein oder andere Zeichentrickserie. Aber was dann völlig neu war 2015, war dann der Start von der TV-Serie Gotham, die in den USA auf dem Sender Fox lief und in Deutschland zusammen mit Flash, also der Serie Flash, eingestartet ist. Und das lief um 4:08 auf Pro7. Auch von den Zuschauerzahlen für einen Serienstart wahnsinnig gut. Also das wird über 20% eingefahren, was schon heute nicht mehr zu machen ist mit US-Serien. Das kriegt man einfach nicht mehr hin. Das dürfte auch eine der letzten Serienstarts gewesen sein, die wirklich so gut liefen im deutschen Bereich. Letztendlich lief die Serie dann ja teilweise auf Netflix. Ist ja jetzt auch die letzte Staffel auch bei Netflix aufgetaucht, nachdem sie ja jetzt auch auf ProSieben Max 2019 im Dezember, ich glaube sogar kurz vor der Jahreswende, dann im großen Finale endete. Ja, und was eben mal mit 3,36 Millionen Zuschauer damals bei ProSieben anfing, endete dann letztendlich mit 0,05 Millionen Zuschauer. Zumindest im Bereich der 14- bis 49-Jährigen. Gotham, wir haben uns noch nie, im großen Umfang um die Serie unterhalten. Wir haben Rico damals zur Anfangszeit des Badcasts noch versucht, so Folge für Folge über Gotham zu sprechen, was wir dann irgendwann auch aufgegeben haben. Wie weit habt ihr denn Gotham, die TV-Serie, verfolgt? Ich kann gleich sagen, ich habe es ja nicht weiter als Staffel 3 geschafft, bin aber motiviert, die Serie zumindest zu Ende zu gucken. Schließe mich direkt an. Bin auch irgendwo Mitte Staffel 3. Also nach wie vor für mich vom Production Design und von der ganzen Atmosphäre ist das und der Tonalität ist das top. Mein einziger Kritikpunkt nach wie vor, das Ding zieht sich einfach zu lang. Also die Staffeln sind aus meiner Sicht einfach zu lang. Da hätte man viel kürzen und straffen können und dann hätte man da auch gute Staffeln mit 10 bis 13 Folgen erzählen können. Und ich glaube, das wäre dann das qualitativ bessere Ergebnis am Ende gewesen. Also mir sind die einfach zu lang, die Staffeln. Ja, das Gleiche. Es ist so ein bisschen wie Smallville, wobei ich mir Smallville durchgeguckt habe, aber es waren andere Zeiten. Es ist so ein bisschen, als ob man sich den Batman-Film, den Burton genommen hat und überlegt hat, wie kann man da irgendwie eine Serie draus machen, wo aber ganz entscheidende Sachen weglässt. So. Und das ist ja, wenn man das Batman weggelassen wird, ist schade. Es gibt aber alle Gegner irgendwie schon, was ja auch irgendwie ein bisschen dann komisch ist. So. Und dann, wenn es dann es ist ja kein Geheimnis, dass es irgendwie sowas wie einen Joker gibt, ohne jetzt was vorzubereiten, aber es ist dann nicht, und das ist dann ein bisschen, was die Serie schade macht für mich. So irgendwie, weil dann viel Potenzial verschenkt wird, weil da auch viel gute Sachen drin sind. Und es einfach so ein kompletter Querbeet aus allen Batman-Geschichten ist. So, ich habe es fast fertig geguckt. Mir fehlen noch 5 Folgen oder sowas. Aber irgendwie, ja, es ist so, es zieht sich, es ist teilweise comichaft, teilweise viel zu gewalttätig. Teilweise spritzt das Blut, dann hast du wieder irgendwie so komische Gags. Das Casting finde ich nach wie vor super. Also gerade auch hier das Ehepaar, das hier Jim Gordon spielt und wie heißt denn Leslie Tompkins?
Wie heißt sie in echt nochmal? Ihr wisst, Rena Bakarin. Mhm. Die beiden. Und das funktioniert gut, wie funktioniert, so lange wie es gedauert hat. Der Pinguin fand ich cool, Riddler fand ich cool. An sich, es hat ganz viele gute Sachen gehabt. Ja. Aber die Folgenzahl gemischt mit dem, dass man nicht wusste, wo man hin will, das hat es dann schon irgendwie schwierig gemacht, so irgendwie dann auch, dass man auch. Und ich mochte zum Beispiel auch Alfred und Bruce Wayne mega zusammen. Also ja, die beiden auch. Mega. Also gerade der Alfred, den finde ich wirklich, den finde ich mega in der Serie. Ja, das ist super. Der ist echt cool. So. Und da gibt es auch dann echt auch viele gute und emotionale Folgen zwischen den beiden. Und auch viele coole Sachen. So. Aber irgendwie so ein bisschen, ich finde es immer so schade, wenn die Kreativität eingekürzt werden muss, nur weil man irgendwelchen Regeln folgen muss. Und in dem Fall ist dann halt, okay, man darf Batman nicht zeigen, was man schon hätte machen können. Du kannst einfach, ich finde, die Figur Bruce Wayne gibt nicht so viel her vor Batman. Also sie gibt schon viel her, aber dass man dann irgendwie 6 Staffeln draus macht. Vielleicht so, ne? Vielleicht hätte man dann auch irgendwann Schnitt machen müssen, weil im Prinzip die letzte Staffel dann auch, wenn dann auch größere Zeitsprünge gemacht und sowas, um es dann wieder hinzubiegen. Und das fand ich dann alles so ein bisschen unglücklich gewählt. Und das gleiche hat ja Smallville das Problem auch gehabt, so ein bisschen. Ist halt bei Gotham so ein Problem beim Casting, ne? Dann muss ich irgendwann einen größeren Zeitsprung machen und soll den Mut haben, eine Figur wie Wayne umzubesetzen, weil ich meine, sonst habe ich die Chance nicht, ne? Der sieht einfach recht jung aus. Der Schauspieler, der David, wie heißt er nochmal? Masu, ich komme auf den Namen gerade nicht, sorry. Der sieht ja hier am Ende der 5. Staffel ist der immer noch nicht so weit, dass man sagen könnte, den kannst du dir jetzt in einem Kostüm vorstellen, ne? Da fehlt dem einfach was. Das ist ja bei Tom Welling, bei Smallville eine ganz andere Nummer gewesen, weil der ab Staffel 1 schon deutlich älter aussah, als die Rolle eigentlich realistisch gemacht hat. Und das finde ich bei Gotham halt schwierig. Da hätte man tatsächlich irgendwann sagen müssen, wir machen jetzt nochmal einen klaren Sprung. Und dann besetzen wir im Zweifelsfall den Schauspieler nochmal um. Aber ja, ich sehe es ähnlich wie du. Die Richtung ist, glaube ich, irgendwann so ein bisschen. Ja, ich meine, man muss da trotzdem froh sein. Sie haben das zu Ende gebracht. Ich kann nicht beurteilen, ob sie es gut zu Ende gebracht haben, aber zumindest hat das Ding überhaupt ein Ende. Na, und ich hätte mir tatsächlich aber gewünscht, dass sie sich häufiger von diesem Case of the Week, Villain of the Week Schema einfach lösen und stärker einfach dann den roten Faden da weiter verfolgen, weil das war mir tatsächlich, hat die Serie oft, oder in meiner Erinnerung, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich die geguckt habe, die hat sich oft selbst ausgebremst, also indem sie den roten Faden dann kurz mal verlassen hat, dann gab es irgendwie 3 Folgen, wo das irgendwie gar nicht weiter verfolgt worden ist und dann immer so Einzelfälle und so die Frage, wo willst du jetzt damit hin? Ja, ist das, das waren halt die Filler, diese Filler-Folgen. Ja, genau. Ich bin auch jetzt, also ich habe es tatsächlich bis kurz vor Ende Staffel 3 inzwischen geschafft, aber wirklich so alle paar Wochen gucke ich mal 1-2 Folgen, weil ich genau dieses Problem habe, du guckst da rein, dann hast du halt dieses typisch amerikanische Serienklischee mit dem Bad Guy of the Week, der halt gelöst werden muss. Gleichzeitig versucht man halt diese zusammenhängende Story halt zu erzählen, so ein bisschen. Und ich finde, was Rico da gesagt hat, so am Anfang, inzwischen finde ich eigentlich ganz gut, so diese Konzentration auch auf Bruce Wayne und Alfred, dass sie in den Mittelpunkt gerückt sind. Ja, auf jeden Fall muss man dazu sagen, trotzdem, wir haben es jetzt alle nicht komplett geguckt, aber das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall soweit, auch da ist viel Herzblut drin, im Sinne von, sie holen unglaublich viele Dinge aus Batman, aus dem Batman-Universum raus, also da, ne, ob jetzt da der Rat der Eulen oder ob da irgendwie plötzlich Figuren aus den 70ern auftauchen, aus Comic-Klassikern, also die Ideen, die wirklich nur, womit wirklich nur Fans was anfangen können. Also ich finde, da haben sie schon sehr, sehr viel Fanservice drin in dieser Serie insgesamt, was das auf jeden Fall definitiv für Batman-Fans empfehlenswert macht, das anzugucken, ne? Auch wenn das jetzt keine Serie, aus meiner Sicht keine Serie ist, die man jetzt bingen kann. Also das ist tatsächlich nichts so. Ich würde die auch nicht nochmal nachholen tatsächlich, weil ich habe die dann Woche für Woche geguckt und da ging das dann irgendwie eine Folge, aber ab 2 Folgen wird es schon schwierig so. Ja. Aber trotzdem sieht es super aus und hat ein super Casting auch. Die haben da teilweise wirklich gute Leute, also das ist schon echt. Ich glaube, das ist aber auch das Problem, weil du hast einfach sehr gute Dynamiken da zwischen den Figuren, ne? Also wenn du den, wie heißt der gleich? Robin Taylor Lord? Nee. Ja, doch, ja. Also wenn der dann mit Riddler zusammenspielt, ich glaube, das ist ja dann in Staffel 3, ne? Wo die ein größeres Techtelmechtel miteinander haben, will ich es mal so nennen. Das funktioniert alles ziemlich gut, die Dynamiken sind gut, aber ich bin jetzt so in Richtung Ende Staffel 4, 5 gibt es insgesamt, ne? Ja. Genau, Richtung Ende Staffel 4. Und mich haben diese Filler-Episoden nicht so, also wenn es dann Bad Guy of the Week gibt, bitteschön, aber das wird zum Glück dann auch ein Stück weit wieder aufgegriffen, also da bemühen die sich dann so um Konsistenz, aber das Problem finde ich, dass dann eben auch, um
Also ich habe so den Eindruck, um so noch mehr Folgen zu produzieren, werden dann einfach auch alberne Storystränge erfunden. So den Eindruck habe ich. Also gerade so in Staffel 4. Staffel 4 ist wirklich schwer, finde ich, zum Teil durchzuhalten. Da wiederum allerdings sind die Dynamiken noch ausgefeilter. Die Schauspieler kennen sich länger. Ich glaube, der David Masseuse oder wie der heißt, ist schon ein Stück weit älter und ist mehr reingekommen. Da gibt es tolle Sachen zwischen ihm und Alfred. Gibt es einfach auch Charakterentwicklung. Ja, also mich hat es ja auch gefreut, dass es im deutschen Fernsehen gut funktioniert hatte. Auch ohne jetzt auf Zwang auf Batman zu gehen, also dass man alleine mit dem Titel Gotham arbeiten konnte. Das war ja nicht jeder Serie so vergönnt, so eindeutig oder mit seiner Zweideutigkeit arbeiten zu dürfen, wie zum Beispiel die Sarah Connor Chronicles, die den, glaube ich, in Deutschland noch das Terminator vorgesetzt wurde, weil man sonst Angst hatte, mit der hier bekannten Sängerin Sarah Connor verwechselt zu werden. Zu Recht, ja. Dass dann nicht noch irgendwie Batman-Doppelpunkt-Gotham draus wurde oder sowas. Das fand ich nicht verkehrt, dass es geguckt wurde. Fand ich auch toll. Also man hat drauf vertraut, dass man mit dem Stadtnamen Gotham was anfangen kann. Dass man in Deutschland schon so weit ist, dass man sagt, okay, Gotham hat was mit Batman zu tun, irgendwo. Ich meine, das legt ja die Serien jetzt nicht gerade drauf an, zumindest am Anfang dann zu sagen, guck mal, das ist, da hier geht es um Batman, sondern das muss man sich, wenn man gar keine Ahnung hat, sich dann schon irgendwo auch erstmal im Kopf zusammenbasteln. Was mir dann noch so bei der Recherche aufgefallen ist, 2015 startete dann auch diese Eagle Moss DC Graphic Novel Collection. Das hatte der Henning ja schon in der letzten Ausgabe angesprochen. Hast du die komplett gesammelt? Es sind ja 150 Ausgaben insgesamt erschienen, plus ein paar Specials. Das ging ja alles bis 2019 rein. Marian meldet sich gerade. Du hast die, oder was? Alle? Nein. Guck mal in Hennings Welt. Ja, das Fenster war abgedeckt. Henning hat fluchtartig das Studio verlassen. Weil er so oft abgedeckt wird. Okay. Ich hab die. Ja. Oh. Alle. Nee, das war bei weitem nicht. Das Problem ist ein bisschen, was ich habe. Ich habe die bis zu irgendeiner Ausgabe, ich habe die mal abonniert. Ich habe, glaube ich, die ersten 50 Ausgaben irgendwie billig irgendwo gekauft. Habe die dann weiter abonniert. Dann kamen die. Und dann ist dieser Stapel unausgepackter Comics immer weiter gestapelt und weiter und größer geworden. Und jetzt fehlen mir natürlich so 10, 15 Ausgaben, weil dann wird es ein perfektes Bild ergeben. Hm. Jetzt ist die Frage, ob ich mir die nochmal hole oder nicht. Aber ich habe schon die ganzen, die ist schon toll und die hat schon tolle, ich habe mir auch schon tolle Tipps gegeben, Sachen, die ich schon nachgeholt habe. Viele habe ich nicht nachgeholt, aber ein paar Sachen habe ich schon nachgeholt. Lagen den Dingern eigentlich auch Gimmicks bei hier und da? Also du hattest die nicht im Abo, glaube ich, oder? Ich habe auch die Gimmicks dann bekommen. Es waren so Buchstützen, die aber aus billigstem Blech waren, dass die sofort, also, wenn da jemand drauf geguckt hat, sind die schon gebogen und haben Angst gehabt. So. Dann waren so Metall, so Blech-Comic-Dinger waren dabei. So wie so, die sind vielleicht so, keine Ahnung, so 30 Zentimeter hoch, so Blechschilder. Wo dann so Comic-Dinger drauf waren. Ich habe von Wonder Woman und so habe ich welche. Die waren dabei. Was war denn noch dabei? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also, ihr habt die alle nicht, ne? Im Abo gehabt. Ich müsste jetzt mal nachdenken, aber das war, da kommt er ja schon wieder. Henning, was war denn bei der Eagle Moss Collection noch dabei, außer diese Buchstützen und die Blechschilder? Wenn man die im Abo hatte. Buchstützen, Blechschilder, ja, ich überlege gerade. Figuren oder sowas war nicht dabei. Eine Tasse war da noch dabei. So eine schwarze Tasse, wo so eine Pausprechblase im 66er-Stil drauf war. Die war noch dabei. Jetzt weiß ich wieder, wo ich die her habe. Genau, die war noch dabei. Und irgendwas anderes mit Pau noch. Ich komme mal gerade nicht drauf, was das war. Das war noch irgendwas. Irgend so ein Schreibtischutensil. Aber ich... Kann auch sein, dass ich gerade was durcheinander werfe. Aber die Tasse war auf jeden Fall bei der noch Collection noch dabei. Aber das war ja auch sowas, da hast du ja auch ewig drauf gewartet, bis das alles mal da war. Also das war ja bei Eagle Moss auch alles verzögert. Der ganze Start war ja eh eine Katastrophe. Wie viel ist bei Eagle Moss, leider. Sorry, was so deutlich sagen muss. Aber Kann man was zu dieser Batman-Collection sagen, die es da jetzt auch gibt? Es gibt jetzt auch noch eine Eagle Moss Batman-Collection, wo es nur Batman-Comics gibt. Also ich würde spontan sagen, für jemand, der noch nicht viele Comics hat, ist das ein guter Einstieg. Da ist halt sehr viel Neueres, Modernes dabei. Also die ist zu Beginn sehr New 52-lastig.
Das heißt, für mich zum Beispiel lohnt sich die nicht, weil ich einfach viele Sachen schon habe davon, beziehungsweise mich die New 52er nicht so interessieren. Die Klassiker habe ich schon so hier im Regal stehen, aber ansonsten, wie gesagt, für jemanden, der jetzt noch nicht so eine große Batman-Comic-Sammlung hat, ist das auf jeden Fall sinnvoll, das mitzunehmen. Und die haben auch interessante Specials. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch an dieses Bruce Wayne Murder Batman auf der Flucht Special, das ist ja nie wieder erschienen und das hatte ja teilweise schon Mondpreise irgendwie bei eBay, wenn du diese alten Panini-Ausgaben dir holen wolltest. Die sind ja als Abo-Special-Prämie mit dabei. Wenn du dieses teurere oder das hochpreisige Abo abschließt, kriegst du diese als Special mit dazu und das ist auf jeden Fall attraktiv. Also für, wie gesagt, für jemanden, der jetzt sich eine Sammlung aufbauen will, ist das auf jeden Fall gut. Und es ist halt ein Hardcover, wo man sagen muss, ne, kommst halt ansonsten so günstig an Hardcover nicht ran. Also das muss man dazu halt auch sagen. So die Gimmicks, die da immer mit dabei sind, ist das für euch ein Anreiz? In der Nachbetrachtung auch? Nein? Die sind meistens qualitativ echt nicht. Dass man sagen muss, da kann man irgendwas mit anfangen. Also wie gesagt, ich meine, die Buchstützen, die haben nicht mal die Bücher gehalten richtig, oder dass sie gekriegt sind. Ja, sie hatten einen Job. Ja, ja, das, ja. So. Das muss ich relativieren. Ich habe die tatsächlich im Einsatz. Also, die halten schon, so ist jetzt nicht. Aber, Ja, aber dann darf man nicht einmal dagegen gucken. Dann wird es dann schwierig. Und ich habe tatsächlich die Blechschilder, muss ich tatsächlich sagen, das war ein Gimmick, was ich echt ganz cool fand. Das waren ja zwei Comic-Cover-Nachbildungen von Klassikern, also erst Superman-Comic und ich weiß gar nicht, ob es das erste Batman-Comic ist, ich glaube schon, Detective-Comics. Die hängen auch beide bei mir oben an der Wand. Also ich finde so, diese Blechschilder waren auf jeden Fall cool. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, so eine Tasse, ja, ich meine, gut, das ist halt so ein 0815-Gimmick, ne? Also das ist jetzt nicht so. Ich glaube, diese Pau-Taste, die gab es auch bei der Marvel-Comic. Vielleicht ist die, genau, das war, deswegen habe ich gesagt, vielleicht wäre ich das drin. Das könnte auch sein, dass es von der Chat die Marvel-Sammlung ist, weil die habe ich halt auch, kann auch sein, dass es daher ist. Was auf jeden Fall bei der Eagle-Sammlung dabei war, waren zwei Nachdrucke der beiden Comics auch. Also die man als Blechschild gekriegt hat, da waren noch so zwei Nachbildungen dabei von dem ersten Action-Comics und Detective-Comics. Ja, genau. Stimmt, ja. Die waren noch dabei. So 2015 jetzt zum Abschluss auch noch was gefunden, das auch völlig an mir vorbeiging. Und zwar, wir haben jetzt letztes Mal vorher schon über Hörbücher gesprochen und dann habe ich hier noch ein Hörbuch gefunden. Und zwar die große Hörbuchbox. Alle 18 Abenteuer von Batman, erzählt von Thorsten Michaelis. Thorsten Michaelis, die deutsche Stimme von Sean Bean, Benicio del Toro und Wesley Snipes. Erzählt hier ein paar Geschichten. Henning, als ich das hier mit in die Notes mit aufgenommen hatte, da wusstest du, worum es geht, oder? Ich meine, das sind Abenteuer wie die gefährlichsten Abenteuer, Abenteuer aus Gotham City, Einsatz für den dunklen Ritter, Kampf gegen das Böse und dann sogar so ein Kulttitel wie Die Rückkehr des dunklen Ritters. Das sind Hörbuchfassungen von Kinderbüchern. Es gab in den letzten 5 Jahren sowohl von Batman als auch von Superman, ich glaube, die haben irgendwann Wonder Woman auch mit dazu genommen, gab es so Buchreihen, die so Zielgruppe ab 8 Jahren hatten. Die waren auch bebildert zum Teil, also keine klassischen Comics. Und das sind, glaube ich, die Hörbuchfassungen davon. Sind das die zu Dino-Zeiten rausgekommen sind? Nee, schon? Das sind neue Sachen. Weil da gab es auch, okay. Das sind auf jeden Fall, also glaube ich zumindest, ne? Ich habe jetzt keins davon jetzt hier oder zur Hand gerade. Aber das, ich glaube nicht, dass das alte Sachen sind. Das müssten neuere Sachen sein. Mhm. Okay. Du meinst, die Dino-Sachen waren das nicht Animated Series-Umsetzungen? Also, dass es da verschiedene Episoden auch als Roman gab? Nee, also das war immer in diesen Adventures mit als Werbeseite mit drin und die waren vorne drauf gedruckt, zwar Superman in dieser Animated-Fassung und Batman, aber das waren, glaube ich, eigenständige Geschichten gewesen, die als Roman rausgekommen sind. Das war nichts, nichts Abgekupfertes quasi. Auch an mir vorbeigegangen. Okay. Ich habe kurz mal reingehört. Man kann es ja über Apple Music zum Beispiel im Abo mit anhören. Also es ist tatsächlich, Thorsten Michaelis spricht alles. Also er versucht teilweise seine Stimme zu verstellen, um die Charaktere zu unterstützen und das Ganze ist dann so leicht mit Geräuschen und Atmosphäre dann untermalt. Also das ist so ist kein Hörspiel so gesehen, sondern tatsächlich mehr eine Lesung, als dass sich hier was abspielt.
Aber komplett angehört habe ich es mir auch nicht. Ich habe nur mal reingehört. Also genau, das sind aber Kinderhörbücher, ne? Die auch, die sind aus dem Englischen übersetzt. Ja. Sicherlich jetzt, wer vielleicht irgendwie schon Kinder hat oder wenn bei euch beiden, Bernd und Marian, die Lütten ein bisschen größer sind, dann ist das vielleicht ein guter Einstieg. Ich glaube jetzt nicht, dass das was ist, was den erwachsenen Batman-Fan anspricht, glaube ich eher nicht. So, damit steht jetzt 2016 ins Haus. Das Jahr, was man jetzt vielleicht als Wendepunkt sehen kann, also eine Fanbase, die eigentlich bislang nur getragen wurde von Erfolgsfilmen wie Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises, einerseits kommerziell, wie auch bei den Kritikern. Da kam dann nun der nächste Film mit Batman-Beteiligung ins Kino, Batman v Superman Dawn of Justice. Im selben Jahr sollte ja dann auch noch Suicide Squad starten. Also es war ein ganz starkes Jahr für DC, zumindest was ihre Aufstellung anging. Und ja, wie gesagt, wir wollen es mal aus der deutschen Sicht auch betrachten, inwieweit diese Filme mit ihrem Erfolg, sei es jetzt von Kritikerseite her oder eben auch von der Besucherzahl her, sagen wir mal, die Meinung zu Batman eventuell verändert hat oder ob man der Marke Batman eh nichts an kann. Der Film hatte 1,5 Millionen Zuschauer in Deutschland, was so in der Jahresendabrechnung Platz 18 ausmacht. Das war auch das Jahr, in dem Civil War lief und später dann Doctor Strange. Wir damit umgehen mussten, erstmal damals noch so aus den USA rübergeschwappt, eben die Rotten Tomatoes-Geschichten, dass man dann so mitbekommen hat, oh, der Film kommt nicht gut an. Aber auch die deutschen Kritiker waren da nicht so auf der Seite des Films. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Filmstarts hat dem Ganzen eine 2,0 gegeben und ist als eine Enttäuschung bezeichnet, kurz und knapp. Der Musik Express hat gesagt, dass Ben Affleck zeitweise eine glaubwürdig verbitterte Bruce Wayne-Version abgibt. Allerdings keinen guten Batman. Intro und Soundtrack, Effekte und Choreografien wären hervorragend, gehen aber fast völlig unter. Und in einer Wahngier nach Spektakel und Zerstörung, der in Batman wie Superman bei jeder Gelegenheit nachgegeben wird und unterm Strich keinen Raum für die Figuren lässt. Der Spiegel meinte auch, dass am Captain America Winter Soldier hier so der Goldstandard wäre und man hier sehen könnte, wie doch da mit solchen politischen Stories umgegangen werden könnte. Generell wurde immer wieder die Humorfreiheit auch bemängelt und dass der Film sich viel zu ernst nehme und insgesamt sei die Handlung wirr, konfus, chaotisch, schwer verständlich in ihren Widersprüchen. Der Film wäre viel zu lang, man hätte ihn reduzieren können auf 90 oder auf 110 Minuten. Die FAZ war sogar noch so weit, dass sie gesagt hat, dass man noch ganz knapp sagen kann, dass es dann doch kein schlechter Film wäre. Und der Filmdienst sagt dann letztendlich, dass es ein bombastisches Action- und Heldenspektakel sei, hinter dessen zahlreichen Kampf- und Explosionssequenzen sich eine krude Zerstörungsästhetik bar jeder Ironie offenbart, sowohl als Fortsetzung von gleich zwei Filmreihen als auch als Scharnier zu einem ganzen Superheldenuniversum sei der Film unkonzentriert und zudem erzählerisch überlastet. Ja, also so hat sich das eigentlich durch die gesamte Kritiklandschaft durchgezogen. Ja, damit mussten wir als Fans dann auch erstmal umgehen lernen. Also erstmal der Wand an negativer Kritik und natürlich der eigenen Experience mit dem Film. Jetzt haben wir uns ja schon dazu geäußert. Es gibt ganze Casts davon, mehrteilige sogar. Wir müssen da jetzt nicht mehr ins Detail gehen, was wir an dem Film gut oder schlecht fanden. Aber hat das für euch, habt ihr irgendwie einen Stimmungsumbruch mitbekommen? Also was die Figur Batman anging, also habt ihr da gemerkt, da, weiß ich nicht, fanden es die Leute auf einmal ja uncool oder? Ich glaube, am wenigsten die Leute Probleme mit Batman, womit ich dann irgendwie ein Problem irgendwann hatte. Batman wurde ja eigentlich immer so, wenn man Leute hört, wie sie im Film, ja, aber Batman war ja ganz gut eigentlich. Und auch ich selber fand ja viele, oder wir selber fanden ja auch viele Sachen, auch als wir im Kino waren, nicht so schlimm.
Es hat sich danach, war weiß nicht, wie so eine Gruppentherapie eigentlich über Jahre, die wir heute noch machen eigentlich. Das hat ja auch bei uns viel verändert, so wenn man auch mal die Casts davor sich anguckt und danach, was dann halt so passiert und noch in Justice League dann gegipfelt ist. Das hätten sie ja fast entzweit. Auseinandergetrieben. Das hat es auseinandergetrieben. Nee, also, aber ja, also, ganz so will ich es auch nicht sagen, aber es hat schon viele Sachen irgendwie verändert in der Art und Weise, die man vorher nicht hätte sehen können. Weil auch jeder, also jeder Mensch, der Geld gesetzt hätte, hätte ja auch drauf gesetzt, dass das Ding so ein Erfolg wird und dass man das auch, dass da auch was draus wird. Und der hat jetzt, war jetzt nicht kein Erfolg, aber der Film hat ja dann alles andere nach zu Grabe getragen. So. Ganz viele Ideen wurden nicht aufgegriffen und es war viel zu überladen, alles haben wir uns schon tausendmal drüber unterhalten, aber das sind ja ganz viele Sachen dann passiert, die man da damals, ja. Aber würdest du jetzt sagen, dass es jetzt unabhängig jetzt von uns und der Haltung zu dem Film, der Figur selber jetzt irgendwie geschadet hat oder auch auf Deutschland betrachtet, hat das irgendwie einen nachhaltigen Effekt auf die Figur gehabt? Ja, weißt du, was ich denke? Ich denke, du hast die alten Batman-Fans und es müssten nicht nur die Nolan-mäßigen sein oder so, also du hast die älteren quasi, die ältere Generation, die hast du verschreckt. Vor allem auch die keine Fans waren, sondern die Batman kannten. Also ich kann mal erzählen, ich saß mit zwei Freunden und meiner Frau damals mit drin. Meine Frau hat aufgrund meines Nerdtums mittlerweile fast jede Anspielung in diesem Film verstanden und wir waren beide recht gut unterhalten und ich wollte den auch lieben, ne? Aber meine Kumpels, der eine war mit und hat gesagt, in Batman-Film gehe ich mit. Der ist in keinen anderen, der geht in keinen Avengers-Film mit und so weiter. Der hat gesagt, wegen Batman gehe ich mit. Und der hat jetzt, als ich gesagt habe, hier, The Batman kommt bald, und so hat er gesagt, habe ich kein, weiß ich nicht, will ich nicht sehen. Mhm. Der wollte auch Justice League schon nicht mehr sehen. Und dann hatte ich noch einen anderen Kumpel, das ist eher so ein Intellektueller, würde ich mal sagen. Der hatte so diesen Bass von aus den Nolan-Filmen quasi mitgenommen. Der fand die großartig. Der saß auch mit drin, der hat auch, ja, können wir dann mal auf Blu-ray angucken, können wir mal zu Hause angucken, wenn dann The Batman rauskommt, quasi. Die haben nichts davon gesehen. Hm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich damals vor dem Film und was ich bis heute wirklich eine Frechheit finde, ist diese, also in Anführungsstrichen, professionelle Kritik. Also das ist bar jeder Vernunft, was dort passiert ist. Also das, was Bernd jetzt vorgelesen hat, okay, ne? Also das sind wirklich gute Punkte mit drin, das wissen wir ja auch alles. Aber dann hast du auf der anderen Seite eben so Filme wie Avengers 2, die haben dann Rotten Tomatoes Wertung von über 80%. Und es sind einfach, also ab dem Zeitpunkt habe ich an sowas nicht mehr geglaubt. Also du meinst, dass da einfach mit sehr unterschiedlichen Maßstäben an Filme rangegangen wird? Ja, selbstverständlich. Also wo ich quasi schon vom Franchise, also ich habe ein gutes Franchise irgendwie und dann wird der nächste Film auch schon gut. Also die haben sich überhaupt nicht mehr auf so ihre eigene, also überhaupt nicht mit Kritik ordentlich beschäftigt oder mit dem, was sie eigentlich machen sollen, sondern sie sind quasi mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung ins Kino gegangen. Was ist jetzt der Effekt davon? Also was bleibt davon übrig und ist das, was übrig bleibt, ist es ein Negativ-Effekt? Da denke ich eben, das kommt drauf an. Das ist eine Teilung. Also du hast auf der einen Seite die Älteren und dann hast du eine jüngere Generation. Und ich glaube, das sind die, die uns extrem begegnen in Kommentaren etc., wenn du den Film kritisierst. Die lieben das. Also die lieben diesen Gewaltgrad, die lieben diesen, vielleicht Dinge, die Darstellung von Batman und so. Und die sind auch hin und weg von diesem ganzen Optischen, von dem man tatsächlich ja auch sehr hin und weg sein kann. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Art Generationenfrage. Also ich kenne aus dem Internet allerdings größtenteils viele, die den Film mögen. Aber glaubt ihr, dass es irgendwann mal in 20 Jahren Batman-Podcast gibt, vielleicht nicht unseren, wo dann Leute drüber reden und dann genauso Gefühle haben zu Batman wie Superman, ja, wie wir zum Beispiel zu Batman, wie Burton Batman haben oder zu The Dark Knight haben oder zu der Animated Series haben? Also das finde ich eine spannende Frage. Also gibt es eine Generation geben, die irgendwann mal sagen, wir rückblicken, BVS war so ein Schlüsselmoment quasi. Für mich als ja. So, wo dann einer sagt, ey, weißt du noch, da als Superman wegfliegt und sagt, auf dieser Welt kann man nicht nur gut sein, hatte ich Gänsehaut. Ey, guck hin, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ja, das denke ich. Ein Stichwort, Social Media. Social Media und Release hier Justice, The Snyder Cut. Also ja. Da hat sich so ein Kult drumherum aufgebaut, der aber bis jetzt... Um Justice League. Ja, aber also das, du hast doch dann trotzdem immer noch das BVS mit dabei. Ich glaube, dass tatsächlich... Ich kann mir nicht... Ich
ich weiß selber, ich könnte selber nicht argumentieren, warum Leute diesen Film gut finden können. Ich versuch's mal. Die Kiste. Nee, ich versuche es mal. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist ja, wir haben gerade gesagt, der Film polarisiert. Und ich glaube, die Seite, die den Film liebt, weil er als Gegenentwurf zu allem, was Marvel darstellt, ne, was du gerade gesagt hast, man will ihn lieben, weil man was anderes haben will von Superheld als das, was Marvel verkörpert. So, mhm. Und deswegen will man dieses BVS und was das im Ansatz auch alles ist und was das im Subtext alles ist und was das alles sein könnte, lieben und bis aufs Blut verteidigen, weil so sind ja die Diskussionen teilweise auch. Also du kannst ja um diesen Film kannst du ja kaum irgendwie irgendwo im Netz eine sachliche Diskussion führen, ne? Sondern das ist immer gleich, da habe ich so, das ist so im schlechtesten Sinne, hätte man früher gesagt, sind so Fanboy-Diskussionen, die führst du dann wirklich, also wo du irgendwann denkst, ne, da fühlt sich jemand persönlich von angegriffen, ne, dass du jetzt gegen den Film ein sachliches Argument ins Feld führst. So. Und ich glaube, dass das so dieses Ding ist, warum man auch nach wie vor, warum da so ein Kult drumherum ist, weil das eine wirklich fanatische Fangemeinde ist. So, weil das einfach dieses, es sollte der Gegenentwurf sein. So, und ne, jetzt kommen Leute und kritisieren das. Und das darf eigentlich nicht sein, weil das würde ja in letzter Konsequenz heißen, dann geht, und es war ja diese Diskussion auch immer, es ging nur Snyder oder Marvel. Und man denkt sich so, hä, es gibt auch noch tausend Zwischenstufen. Also man hätte das ja jetzt nicht so machen müssen. Also dieses, was ich auch damals schon gesagt habe, so, ne, Humor heißt nicht gleich, das Ding ins Lächerliche zu ziehen. So ein Film kann auch leichte Momente haben, ohne dass er jetzt komödiantisch wird und solche Sachen. Ne? Ich glaube aber, dass das tatsächlich dieser Ansatz ist, so dieses, ich will weg von Marvel. So, und das ist das einzige Angebot, was ich kriege. Ne? Also ich kriege sonst nichts anderes gerade angeboten. Mhm. Zumindest jetzt nicht im Superheldenbereich. Bin ja damals zu euch gestoßen, im Zuge der VÖ von Ultimate Edition von BVS. Das war ja 2015 im Sommer, August dann, wie die halt dann rausgekommen ist. Und da hatten wir den ersten Cast gemacht. Und inhaltlich haben wir ja schon alles durchgekaut. Aber es sind so, was Henning schon sagt, es gibt so drei Punkte. Marian, tatsächlich hat der Film in der Kritik, ist tatsächlich die Kritik oft persönlich zu Snyder gegangen. Also es gibt nur ganz wenig professionelle Filmkritik, die sich wirklich inhaltlich mit dem Film auseinandersetzt. Hier. Ja, genau. Das merkt man zum Beispiel auch, dass, wie er sagt, wie der Spiegel schrieb, Captain America 2, Winter Soldier ist ein Goldstandard, richtig, weil es der letzte tatsächlich politisch relevante Marvel-Film war. Nämlich wirklich der letzte, der eine interessante Handlung hatte, über die man diskutieren konnte, bevor es halt komplett, ich sag mal, vereinfacht wurde. So, BVS ist dieser politische Subtext tatsächlich immer abgesprochen worden, obwohl er vorhanden ist. Wie gut und schlecht der umgesetzt ist, ist vollkommen uninteressant, darum geht es gar nicht. Und das Zweite ist, ja, es war halt ein Entwurf für Marvel auch so gedacht. Das ist natürlich klar, was Snyder wirklich im Sinn hatte. Er wollte was anderes machen. Wir haben schon oft genug darüber diskutiert. Ich sag ja auch, die Charakterisierung der Figuren bin ich mit vielen Punkten nicht mit einverstanden. Ich liebe und ich hasse diesen Film. Das sind beide Sachen, weil wenn es darum geht, wie man Superhelden darstellt auf der Leinwand, ne, da ist Snyder für mich immer noch der Goldstandard. Ja, also wie man so auch die Action darstellt. Du redest von Optisch, ja. Ich rede jetzt von der Optik. Wie inszeniere ich Superhelden? Da ist Snyder für mich immer noch Goldstandard. Da macht der also nichts falsch. Den Rest, Charakterisierung, haben wir darüber gesprochen, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber, und jetzt kommt's, ich habe damals gesagt, wie wir mit dem Cast zu Ende waren, das ist der einzige DC-Film, der noch in Jahren besprochen wird, weil er so ambivalent ist. Und genau das passiert. Von den ganzen DC-Filmen, die rausgekommen sind, oder die bis heute rauskommen, die meisten geraten tatsächlich ein Suicide Squad aus dem gleichen Jahr. Da redet heute keiner mehr drüber. Aber in BVS, da reden die Leute drüber, immer noch. Weil er vielleicht so ambivalent ist. Ja, genau, aber darüber haben wir uns damals schon, an die Diskussion kann ich mich noch lebhaft erinnern. Ja. Weil die Frage ist ja, aus welchem Grund wird diskutiert? Und in dem Fall ist es jetzt die Frage, ist es ein Qualitätsmerkmal? So, und ich glaube, darüber kann man halt streiten. So, weil der Film bleibt nicht in Erinnerung, weil das ist in dem Fall kein Qualitätsmerkmal des Films, sondern der Film ist einfach so kontrovers, ne, weil er einfach gefühlt unfertig ist und weil er dieses, und das, was ich gerade sagte, dieses Fanatische in bestimmten Fanlagern ausgelöst hat und deswegen bleibt der dort. So, ne? Das ist ähnlich wie dieser Kult, den Marian Scott bei Justice League gemacht hat. So, als diese Hoffnung, diese Sehnsucht danach, dass der Snyder Cut letzten Endes der ganzen Welt zeigt, seht ihr, das war doch geil.
So, und nicht das, was wir jetzt gekriegt haben, weil damit kannst du natürlich auch schwierig punkten. So, kannst du ja nirgendwo hingehen und sagen, ich bin Fan von DC und dann sagen die, ah, DC Justice League, haha, ne, so, dann lachen die Leute sich darüber kaputt, so, und dann ist, dann musst du da in den Verteidigungsmodus gehen, ne. Aber nochmal, auf die Frage zurück, Batman, Bernd, für dich, negativer Effekt BWS auf die Figur Batman in Deutschland, nimmst du das so wahr in deinem Bekanntenkreis oder im Kollegium oder sonst wo? Hast du das Gefühl, dass Batman quasi unter BWS gelitten hat? Also ich glaube, dass die Marke Batman selber nicht drunter gelitten hat. Ich hatte eher den Eindruck aus dem Bekanntenkreis, der, sagen wir mal, so semi-interessiert ist, was Comic-Verfilmungen angeht, für die auch Comic-Verfilmungen irgendwie so die neuen Actionfilme sind, so mitgeschwommen ist. Also das ist so einer der Filme, die, und das hat Marvel ja dann schon gut alles eingehüllt gehabt, zu der Zeit gab es ja auch schon eine ganze Reihe an Filmen, selbst im eigenen Jahr eben wie mit Civil War und mit Doctor Strange und eben mit den Guardians und so weiter. Da waren ja schon recht unterhaltsame Dinge mit dabei. Thor 2, wo dann das wahrgenommen wurde als so der nächste Comic-Blockbuster, der da mit reingerutscht ist und der einem dann so eher weniger gefallen hat oder so ganz okay war. Das war eher so das Feedback, was ich bekommen habe. Gar nicht mal jetzt so im direkten Vergleich mit Nolan zum Beispiel, was ich erwartet hätte. Ich hätte erwartet, dass man gesagt hat, was ist denn jetzt da passiert? Wo kommt denn dieser Absturz her? Oder warum hat sich alles in diese Richtung entwickelt? Das hätte ich erwartet, weil ich gemerkt habe an den Besucherzahlen auch auf Batman News, dass sich so nach der Nolan-Ära und nach der Ankündigung, dass Zack Snyder in diese Richtung gehen wird. Es gab ja so die ersten Ankündigungen, Ben Affleck würde einen Justice League-Film drehen. Vielleicht erinnert sich da der ein oder andere dran, noch bevor es hieß, dass es einen Batman wie Superman-Film geben soll. Und da hat man dann gemerkt, da hat das Fandom, das Nolan-Fandom so seinen Hut genommen. Also ich habe immer noch natürlich Besucher von den Urzeiten. Ich habe immer noch viele Besucher aus der Nolan-Zeit, aber ich habe gemerkt, dass ganz viele nach der Nolan-Ära dann auch schon so gesagt haben, so, ich habe meinen Batman bekommen, alles, was jetzt kommt, ist mir dann auch erstmal egal. Und wenn jetzt auch noch Superman dazukommt und auch noch eine Wonder Woman, dann geht das eh für mich in eine Richtung, die ich nicht will. Die hatten ihren Gegenentwurf zu Marvel schon, eben mit Nolan. Und deswegen hatte ich da eigentlich mit viel mehr Kritik gerechnet, die ich so im Persönlichen gar nicht mitbekommen habe, sondern einfach, dass der Film mitlief und man gesagt hat, entweder war gut oder er war okay oder man es nicht verstanden hat. Das gab es auch. Bei der Kinofassung ja auch kein Problem. Genau, was da nicht so das Problem war, aber man sich von den Bildern beeindrucken hat lassen und dann gesagt hat, es war okay. So gesehen hat jetzt für mich aus meinem Umfeld die Marke keinen Schaden genommen. Würde ich mich jetzt mit Nerds unterhalten, glaube ich, würde die ganze Sache schon nochmal anders aussehen. Puh, zum Glück sind die nicht hier. Ja. Also im persönlichen Umfeld, wie gesagt. Und ja, da gibt es auch niemanden, der sich natürlich an sowas aufhängt wie tötet Batman. Für manche ist Batman halt einfach nur eine coole Superhelden-Actionfigur. Und das unterstreicht der Film. Wir haben es hier mit einem Batman zu tun, der wieder 89er Batman oder der 92er Batman tötet. Das ist jetzt für die Leute, zumindest aus meinem privaten Umfeld, die sich so oberflächlich mit der Figur beschäftigen, kein Kriterium, um Sachen schlecht zu finden, wie wir ja die Figur auch auseinandergenommen haben. So in die Tiefe beschäftigen sich die gar nicht mit dieser Figur. Und dementsprechend, ja, nein, also da in meiner Wahrnehmung hat es der Marke Batman jetzt nicht geschadet. Das Emblem kann man immer noch mit Stolz auf seinem beim H&M gekauften T-Shirt tragen. Es soll jetzt keine Suggestivfrage sein, aber glaubst du, dass in den Matt Reeves The Batman genauso viele Leute gehen werden wie zuvor? Also und zwar ich argumentiere aus zwei Richtungen. Auf der einen Seite haben wir die möglicherweise Nolan-Leute, die wir verloren haben durch BWS, also auch so im normalen Umfeld. Und dann haben wir diese ganzen BWS, ich nenne das jetzt mal Fanboys, ohne das despektierlich zu meinen, ne? Die BWS-Fanboys, die sagen, ihr habt uns Snyder nicht gegeben, ihr habt uns das Universum nicht gegeben, das gucken wir uns jetzt auch nicht mehr an. Also das ist wirklich Hardcore auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Also glaubst du, dass genauso viele Leute noch in The Batman gehen? Boah, das ist echt eine schwere Frage, weil wenn wir uns mal die Zahlen angucken über die Batman-Filme hinweg, also von der Nolan-Ära, die noch bei 3,2 Millionen Besucher zum Beispiel waren, das ist Infinity War-Niveau, ne? 3,2 Millionen. Dann rüber eben zu 4 Jahre später Batman wie Superman, runter auf 1,5. Das hat ja jetzt seltenst was damit zu tun, dass man, also mit der Qualität würde ich das jetzt nicht sagen, aber man merkt einfach, die Zuschauerzahlen haben sich einfach mal halbiert. Und okay.
Aber das, woran das liegt, ob das Leute sind, die einfach sagen, du, mit Nolan habe ich alles gehabt und da ging alles zu Ende und ich habe eine Beerdigung gesehen und der Typ, der sitzt jetzt irgendwo in Italien in einem Restaurant. Und vielleicht mag ich Batman nicht in der Umgebung von Superman sehen und vielleicht mag ich den auch nicht irgendwie mit anderen Figuren die Figur teilen. Ich weiß es nicht. Ein Joker-Film, der über 4 Millionen Leute ins Kino zieht, obwohl der überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat, ja, zeigt mir dann aber wiederum, ja, geht schon. Also ich glaube, da je nachdem, was du den Leuten dann anbietest, offerierst, bewirbst und qualitativ mitgibst, kann natürlich dann aber auch wieder überzeugen. Also da bin ich tatsächlich, ich habe da kein Gefühl für. Weil wir da auch wieder bei dem Thema professionelle Kritik sind. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Also ne, für den durchschnittlichen Kinogänger ist das ein Kriterium. Und wenn sowas wie Joker über fast alle Facetten hinweg gut besprochen wird, dann zieht das auch Leute ins Kino, gerade wenn das dann auch so einen Arthouse-Anspruch noch kriegt, den der Film ja in den Kritiken durchaus irgendwie hatte. Der wurde auch im Feuilleton extrem gut besprochen. Ne? Ob man den Zuschauer oder nicht, ist eine andere Frage. Aber trotzdem zieht ja Leute ins Kino, die vielleicht im Zweifelsfall mit Batman gar nichts am Hut haben. Die gucken sich den aber halt an, weil der in den entsprechenden Medien gut besprochen wird. Und ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, 1,5 Millionen, ne, BVS. Ja. Bernd, ne? In Deutschland. Ich meine, da liegen wir ja, sag ich mal, auf dem Level, was wir jetzt, sage ich mal, bei den letzten X-Men hatten, ne? Auch so ein Guardians spielt jetzt in Deutschland 1,7 ein, also selbst ein Spider-Man Homecoming ist bei 1 Million. Das sind jetzt ja auch, oder Doctor Strange 1,4 sehe ich gerade, und selbst so ein Civil War hat 1,7, also wir liegen ja schon durchaus im Superhelden-Schnitt, ne? Also jetzt mal die Avengers, die Team-Up-Filme jetzt mal rausgenommen, die natürlich da nochmal eine ganz andere Qualität erreichen, was die Einspielergebnisse betrifft. Aber ansonsten ist es jetzt tatsächlich davon nicht so weit weg. Weil worauf ich hinaus wollte, war einfach, im Gegensatz zu der Nolan-Ära ist die Schlagzahl natürlich auch einfach eine andere. Ne? Die Schlagzahl an Eventfilmen, die einfach da ist. Wo man sagt, das ging uns ja teilweise sogar selber so. Also wo ich sage, manche Filme, die hätte ich mir angeguckt, die habe ich schlichtweg einfach verpasst. Also diese fallen dann in so ein Zeitfenster, wo ich mir denke, da ist das und das noch gelaufen und da wird der Film wir hatten das bei Justice League, ne? Der Film ist irgendwie ungünstig platziert in so eine Lücke irgendwie zwischen zwei Riesenblockbustern. Das war, glaube ich, war das Star Wars? Star Wars, ja. Zwischen Star Wars und zwischen Tor 3 ist der, glaube ich, gelaufen, irgendwie so, ne? Justice League. War ja Tor 3 und Star Wars, Black Panther kam da auch noch irgendwann um die Ecke. Das war alles. Black Panther kam dann auch noch irgendwann um die Ecke. Ja. Aber klar, ich meine, zu prognostizieren ist das natürlich nicht seriös. Ich glaube tatsächlich aber trotzdem, die Frage ist ja, was bist du Fan am Ende? Also ich meine, bist du Batman-Fan? Guckst du den Batman-Film im Kino an? Ich glaube, das steht für mich irgendwie außer Frage. Also Nolan, Snyder, hin oder her, du guckst es dir einfach an, weil du es halt sehen willst. So, ne? Und ich glaube, der Rest, wie weit du die breite Masse beziehst, auch in Deutschland, das wird dann stark davon abhängen, was die Presse, glaube ich, bespricht. Und ich glaube, da hat Reeves auf jeden Fall den Vorteil, dass er auf jeden Fall entsprechende Vorschusslorbeeren hat. Im Gegensatz zu Snyder. Also das ist das, was Gerd gerade sagte, ne? Der von der Presse ja grundsätzlich nicht so gut besprochen wird. Ne? Ja. Gut, und das ist ja, Matt Reeves hat ja auch im Feuilleton schon so den Anspruch eines intellektuellen Filmemachers, gerade durch den letzten Affenfilm, der ja auch gerade in der ich sag mal, hohen Filmkritik äußerst positiv besprochen worden ist. Das heißt, der hat als Filmemacher bei den Kritikern schon einen ganz anderen Ruf als ein Zack Snyder. Der hatte ja, ich sag mal, bei den Kritikern noch nie so einen guten Ruf als Filmemacher. Dem wird ja immer eine optische Brillanz, wird dem ohne weiteres ja auch gerne zugesprochen, aber inhaltlich ja eher weniger. Und da hast du schon recht, die Kritiken werden es zeigen. Und wenn es der Film also gut besprochen wird, wird der auch sicherlich sein Publikum haben, dementsprechend. Da kommt natürlich dann generell an, wie die Stimmung generell ist halt. Ne? Ich denke bei solchen. Der Bernd hat ja da ein gutes Beispiel mit dem Joker gebracht, einfach so. Da, ja. Da hat man sich der Regisseur war ja da komplett egal eigentlich. Das war halt der Hangover-Regisseur so ein bisschen. Aber du hast halt irgendwie Joaquin Phoenix als Joker, der irgendwie der noch ganz cool aussieht. Und dann hat man sich halt überall so die High Fives gegeben. So. Dann fand den auch jeder noch irgendwie ganz gut so. Dann hat er noch irgendwie der Name Scorsese mit drin geschwungen. Und da hat einfach der schon von vornherein ein ganz anderes Echo bekommen. Der Joker hat ja dann trotzdem bewiesen, dass man auch, wenn man sag ich mal, guten Film macht, dass dann auch dann die Leute dann auch, und der auch gut angekommen, das macht dann schon einen großen Unterschied nochmal. Ne? Halt. Also Joker finde ich halt, ist auch eine Kultfigur, ist ein großer Name. Und das ist dann das, was ich wiederum bei dem Ergebnis bei Batman wie Superman sagen wir mal, schwach finde, weil wir haben es hier mit zwei Figuren zu tun, die erstmals aufeinandertreffen. Ne? Die Marke Batman, die Marke Superman, zwei riesige Namen, die aufeinandertreffen. Und im gleichen Jahr
trifft Captain America und Iron Man aufeinander in Civil War und hat so mehr Zuschauer. Die vorher weniger Bedeutung hatten. Die hatten ja vorher weniger Bedeutung, nicht im Filmbereich, sondern im Comicbereich. Die hatten bei Weitem nicht so eine Zugkraft wie Batman oder Superman. Iron Man kannte davor keiner. Ja, aber die haben sich halt über Jahre aufgebaut, ne? Ja. Und Iron Man ist wahrscheinlich jetzt gerade die beliebteste Figur, so was Comichelden betrifft, oder? Ja, aber nochmal, wir reden jetzt hier wir reden von 200.000 Zuschauern Unterschied. Der Punkt einfach nochmal ist, wenn Joker comicartiger wäre, kriegst du damit die 4 Millionen niemals. Das schwöre ich. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Die kriegst du deswegen, weil die Besprechung darauf vorbereiten, dass du sagst, du kriegst hier keine Comic-Verfilmung. Du kriegst hier ein Psychogramm eines Typen. So, du kriegst hier nicht den klassischen Joker. Das hat damit alles nichts zu tun. Und genau das ist die Benchmark, die gesetzt wird. Und das ist genau das, wo ich vorhin sagte, die Leute lesen Kritiken. Wir sind, glaube ich, einfach nicht die Benchmark. Die Leute lesen sich das, sind mir relativ sicher, wenn das eine Comicbook-Verfilmung wäre, mit einem Jared Leto Joker kriegst du never solche Zahlen. Niemals. Da bin ich mir absolut sicher. Und vergiss Cannes nicht, wie du schon sagtest. Das war, dieser Impact kam ja eigentlich dadurch, bevor der Film im Kino kam, dass sie den in Cannes geschaut und da gewann dieser Film vollkommen überraschend die Goldene Palme. Und in dem Moment waren die ganzen Leute, die sich sonst für Comics nie interessieren, also ich sag mal, die in Anführungsstrichen die Kunstkenner, waren plötzlich angespitzt, sich diesen Film anzugucken. Ja. Das ging läuft dann halt auch im Programmkino rauf und runter, das muss man auch nicht vergessen, ne? Also wo dann einfach eine Zielgruppe dazukommt, die du ansonsten für einen Film, in dem jetzt mal böse ausgedacht, deren Perspektive, wo irgendwelche Typen in Strumpfhosen aufeinander einkloppen, die kriegst du nicht, die kriegst du in keinen Film. Ne? Also ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das bei Reeves laufen wird. Also ich glaube, wenn der gute Besprechung kriegt, der Film, und dann noch mit dem Namen Matt Reeves, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir über ähnliche Einspiele reden werden. Vielleicht nicht Dark Knight-Niveau. Ich glaube, da muss man erstmal sich wieder hinarbeiten. Aber ich glaube schon, dass wir dann über die 1,5 Millionen auf jeden Fall drüber gehen werden. Und was man ja auch nochmal sagen soll, die Zuschauerzahlen zu Aquaman haben wir jetzt auch nicht, ne? Leider, wahrscheinlich. Die erfolgreichsten Filme 2018. Ach, ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet. Weil das wäre jetzt für mich interessant gewesen. Was nämlich ist dann, weil. Das waren 2 Millionen. Aber immerhin, ne? Trotzdem, fast runde 2 Millionen. Unbekannter Superheld, den man auch eher ein bisschen doof findet, der aber einen Abenteuerfilm macht, der sehr wie ein Marvel-Film aussieht. Und das ist, das ist so ein Ding. Das sieht aus wie Marvel, es könnte Marvel sein. Ist es dann generell einfach nur das Stillen? Also ich habe ja vorher gesagt, Comic-Verfilmungen sind so die neuen Actionfilme, die neuen Blockbuster-Filme, die man einfach sich dann anguckt, weil es eine gute Unterhaltung ist, egal um was es für eine Figur gerade ist. Also das Publikum ist anscheinend durch Marvel-Filme, ich habe eine gute Zeit, ich kann mir diese Filme angucken, ich weiß in etwa, was mich erwartet. Da gibt es eine neue Figur, die kann das und das, also ähnlich wie bei den X-Men, die haben Fähigkeiten etc. Ich gehe da einfach mal rein, da kann ich nichts falsch machen. Läuft eh nichts anderes. Ist man inzwischen so weit auch durch die Marvel-Filme, dass man dann sagt, okay, dann kann auch ein Aquaman mal 2 Millionen Leute ins Kino ziehen, weil einfach, das Comic-Genre einfach so gut inzwischen funktioniert im Kino. Das ist jetzt eher eine Debatte auf Kino-Ebene als jetzt eben auf Batman-Ebene. Aber ja, das. Aber guck mal, Wonder Woman und Shazam, beides Filme mit Top-Kritiken, aber die in Deutschland nicht so gut gelaufen sind. Die Kritiken stimmten bei beiden Filmen. Aber ja, so besonders dolle sind sie nicht gelaufen. Ich glaube, das ist halt generell ein riesen komplexes Thema, das wir auch hier gar nicht, ich meine, wenn du noch guckst, weil da hat es noch viel mit Zeiten zu tun, wann kommen die Filme, das ist ja auch immer in Deutschland nochmal eine andere Geschichte, als es in den USA nochmal ist, wo du ja im Hochsommer auch ins Kino rennst einfach. Ich weiß nicht, wie ich auf den Hochsommer komme. Was hört ihr denn so, wenn es darum geht, warum die Leute gerne einen Batman-Film gucken? Also eine Äußerung, die ich mal mitbekommen habe von einem Bekannten, war, was der für Wahnsinns-Gadgets hat. Das war so das, was ihn Batman, für ihn Batman auszeichnet. So ein James-Bond-Argument eigentlich eher. Ja, richtig, genau. Ja. Umgekehrt, bei Nolan, da habe ich viele Bekannte, die halt diesen politischen Aspekt der Nolan-Filme, also gerade von Dark Knight und Dark Knight Rises, also ganz besonders hervorheben, was für die ein Grund war, sich den Film anzuschauen. Was ich auch heute glaube, tatsächlich mit ein Grund ist, warum die Nolan-Filme so hohe Publikumszahlen hatten, weil die auch viele Leute angesprochen haben, die eigentlich keine Comic-Fans sind. Also ich sag mal, für mich war also jetzt nie das Politische, nie allein anderes Batman zu gucken. Also
aber es hat zumindest bei Nolan mehr Leute ins Kino gesorgt, diese politische Komponente. Ich glaube aber, dass Batman, um das mal von der anderen Seite zu kommen, ich glaube halt, dass Batman mit der Marvel-Formel nicht besonders gut kompatibel ist. Also ich glaube, das passt nicht gut zusammen. Und ich glaube, dass es nicht nur bei Fans so ist, sondern ich glaube, das passt auch für den Kinogänger, der vielleicht mit Batman jetzt noch nicht so viel zu tun hat. Es passt einfach zu der ganzen Figur, zu dem Setting, in dem diese Figur verankert ist, zu der Biografie dieser Figur passt es einfach nicht besonders gut. Ich finde, wir müssen uns einfach in 2 Jahren vor unseren Worten, die wir jetzt gesprochen haben, rechtfertigen, wenn der Reeves-Film draußen ist und entweder alle Erfolge gebrochen hat oder komplett untergegangen ist. Ja. Also ich bin da wirklich gespannt drauf. Also ja, total, voll. Ich habe momentan noch das Vertrauen darin, dass Reeves einen Film machen wird, der zumindest von der Kritik positiv aufgefasst werden wird. Da bin ich mir relativ sicher. So, ne? Ja. Und was das dann für das Einspielergebnis heißt, gut, keine Frage. Aber dann können wir es ja in 2, 3 Jahren auseinandernehmen, wenn wir wissen, was ist parallel noch gelaufen, wann ist der gestartet, etc., was bis dahin noch passiert. Ja. Corona noch rausrechnen. Genau, ja. Hier geht es mit Kinos überhaupt weiter, etc. pp. Ja. Mhm. Jetzt sind wir immer noch mitten in 2016. Das heißt, es gäbe ja noch allein was dieses Jahr angeht, so viel zu besprechen. Ne? Dass einerseits Suicide Squad ja auch noch lief mit dem Auftritt von Batman. Wir hatten einige Animationsfilme, wir hatten auch im Videospielbereich dann noch das ein oder andere oder die ein oder andere Erscheinung, wie zum Beispiel die Animated Series, die dann nicht mit deutscher Synchro erschienen ist. Lauter Themen, die wir jetzt, glaube ich, nicht mehr besprechen können, sondern auf einen weiteren Teil ausweiten müssen, zumal wir noch die Jahre 2017, 2018 und 2019 vor uns haben, unter anderem eben auch einen Batman-Auftritt in der Justice League. Und ich glaube, auch dafür werden wir einen bestimmten Raum und Zeit brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde Drogen nehmen müssen, um das nochmal zu ertragen mit Justice League. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir wollen ja auch nur über den Erfolg sprechen. Von dem her, vielen Dank wieder in diese Runde und freuen uns auf Teil 4.3. Bis dahin. Ciao. Servus. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.